Gut, gibt es noch andere Kandidaten auf die Versammlungsleitung oder Vorschläge? Okay. Wer ist dafür, dass Florian und Caro unsere Versammlungsleitung machen? Gut, ihr seid unsere Versammlungsleitung. Danke. Dankeschön. Oh, wir brauchen einen ersten Versammlungsleiter. Habt ihr euch da geeinigt? Wer möchte Flo als ersten Versammlungsleiter haben? Bitte jetzt noch mal Karte heben. Ja, gut. Du bist dein erster Versammlungsleiter. Gratulation. Okay, Martin? War das jetzt für eure Vorsitzende? Dann sollte das ein bisschen lauter sein. So, kurz vorab, ich habe mich dagegen entschieden, euch einen langweiligen Vortrag über Ausschüsse, Untersuchungsausschüsse, Plenarsitzungen, kleine Anfragen, mündliche Anfragen und all den anderen, das andere Zeug zu halten. Das ist im Bundestag eh anders, als wie ich es kennengelernt habe. Deswegen gehe ich auf ein paar Sachen ein, die ich aus meiner Erfahrung für wichtig halte und die ich auch gelernt habe in dem etwas über einem Jahr, in dem ich jetzt im Berliner Abgeordnetenhaus sitze. Zuerst mal die Frage, ihr wollt in den Bundestag als Landesverband, als Piraten, als Kandidaten, die ihr hier antretet. Warum wollt ihr in den Bundestag? Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst, die sich jeder Einzelne stellen muss. Vor allen Dingen die Kandidaten. Ich hoffe nicht, weil ihr die da oben oder denen da oben endlich mal die Meinung sagen wollt, denn mit etwas Glück werdet ihr die da oben sein ab Oktober diesen Jahres. Ich hoffe nicht, weil ihr der sprichwörtliche Stachel im Fleisch der Bionade-Bourgeoisie sein wollt, denn wenn ihr erfolgreich seid als Landesverband, wenn wir erfolgreich sind, dann ist Polemik nicht das, was der Verantwortlichkeit, die mit dem Mandat kommt, gut zu Gesicht steht. Ich hoffe auch nicht, weil ihr glaubt, dass ihr in 4 Jahren die Welt ändern werdet. Weil ihr werdet die Neuen sein. Ihr werdet die Kleinen sein, die nicht ernst genommenen. Und ihr müsst euch den Platz erst verdienen, der es euch ermöglicht, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Ich hoffe aber, ihr wollt in den Bundestag, weil ihr brennt. Weil ihr für ein Thema brennt, weil ihr für eine Sache brennt, weil ihr für Menschen brennt und weil ihr euch gerne streitet. Wenn das die Gründe sind, weswegen jetzt gerade die Kandidaten hier in den Bundestag wollen, dann sind das gute Gründe. Eure Überzeugung und eure Begeisterung sind am Ende das, was die Piraten in den Bundestag bringen wird und was euch erfolgreich machen wird und vor allen Dingen auch motivieren können wird, wenn ihr dann ein Mandat habt, was nicht einfach ist manchmal. Jetzt die erste Erkenntnis. Als Mandatsträger gibt es kein Mann oder jemand müsste mal mehr. Als Kandidaten und noch mehr als Volksvertreter habt ihr die Verantwortung, die Menschen zu erklären, was die Piraten eigentlich wollen. Ihr müsst verhandeln, ihr müsst streiten, ihr bekommt Feedback, Wünsche, Kritik am laufenden Band. Gar nicht so viel anders als bei den Piraten, nur dass es sehr viel mehr Menschen sind, die euch erreichen können, euch kennen und euch genau das Feedback geben, das ihr möglicherweise wollt oder aber auch nicht wollt. Ihr müsst immer erreichbar sein. Wenn es gut läuft, dann kennen euch die Leute auf der Straße und die wollen auch, dass ihr ansprechbar seid. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Feierabend gibt's dann nicht mehr. Heute Morgen um 7 Uhr, so als kleines Beispiel, unerwarteterweise ruft mich der WDR an und ich war tatsächlich so ungefähr eine halbe Stunde wach, habe mit meinem Sohn gespielt und möchte von mir ein Radiointerview. Da kann ich nicht sagen, das macht ein anderer. Jemand macht mal. Dafür bin ich alleine verantwortlich, für solche Sachen seid ihr dann alleine verantwortlich. Der nächste Punkt, Verantwortung. Ein Blick ins Grundgesetz hilft, auch wenn wir nicht unbedingt die Grundgesetzpartei sein sollten, wenn man in Richtung Homo-Ehe, Gleichstellung und so weiter guckt, sondern das Grundgesetz verändern können und wollen sollten, hilft ein Blick ins Grundgesetz. Jeder Einzelne
Abgeordnete ist für alle Einwohner der Republik verantwortlich. Für alle. Verantwortung ist nicht teilbar und die beginnt am Ende da, oder die beginnt da, wo ihr als Arbeitgeber, und das nicht zu knapp, für Menschen Entscheidungen treffen müsst und über das Schicksal von Menschen entscheiden müsst, denn ihr seid die Abgeordneten, die Arbeitgeber sind. Und ihr endet da, wo ihr versuchen müsst, die großen politischen Weichenstellungen des 21. Jahrhunderts zu beeinflussen. Und das ist das, wofür die Piraten schließlich angetreten sind. Diese Verantwortung, auch schon als Kandidaten, später noch als Mandatsträger, müsst ihr alleine schultern. Die Piraten können Berater sein, die Piraten werden aber auch eure Schüler sein. Ihr seid auf die Piraten angewiesen, das ist der dritte Punkt, das ist meine Erfahrung. Ohne Liquid Feedback, ohne die Arbeitsgruppen der Piraten könnte ich meine Arbeit nicht bewältigen. Sie geben Ideen, formulieren Visionen, zeigen, wo ich handeln muss, zeigen, wo ich noch nicht gehandelt habe. Doch Piraten sind auch auf euch angewiesen. Wie viele verstehen denn schon, wie viele von euch verstehen denn schon, was der Bundestag genau macht? Jeden Tag, zu jeder Stunde, früh um 7 fängt da so eine Sitzung an, wie lange geht die, was passiert da? Was ist ein Staatsvertrag, in welchen Ausschüssen wird wann, wie, welches Gesetz bearbeitet? Welche Entscheidungen werden getroffen und wann und von wem? Und überhaupt, wie liest man ein Gesetz? Ja, wie viele wissen das? Ich meine, ihr hattet hier ein gutes Beispiel mit eurem neuen, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Innendingens hier, Terrorgesetzgebung. Erst gab es die große Empörung über die Randgruppenparagraphen dort drinne. Und Risikogruppenparagraphen dort drin, aber die eigentliche Schweinerei war die vollständige Überwachung der Telekommunikation auf Demonstrationen, die Weitergabe von personenbezogenen Daten. Das muss man auch erstmal rauslesen. Die Berliner Piraten haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit auch nochmal eindrücklich klargemacht als Abgeordnete, dass sie Hilfe dabei brauchen. Das ist der Teil, den ich mit Schüler meinte. Wir haben die zusätzliche Verantwortung zu erklären und zu schulen, was wir dort eigentlich tun, damit die Piraten sich beteiligen können. Dazu müsst ihr allerdings selbst erstmal verstehen, was ihr da tut. Und das ist auch ein Teil dieser Erkenntnis, ihr müsst auf die Schulbank. Ihr wisst noch nicht, was euch dort im Bundestag erwartet. Und ihr könnt es erst lernen, wenn ihr im Bundestag seid. Als Landesverband, als jetzt Kandidaten, später hoffentlich Mandatsträger und als möglicherweise Angestellte dieser Mandatsträger. Ihr müsst auf die Schulbank, damit die Piraten auf die Schulbank können und als Partei was lernen können. Und jetzt habe ich gesagt, warum das... Wahl des Protokolldruiden und des Schriftführers. Es gab da bereits Kandidaten. Kannst du kurz ans Mikro gehen und das Namen, zumindest mal deinen Namen reinsagen? Danke. Hallo? Jo, ich bin der Andreas Zeitler, Anze, und ich würde mich als Protokollant zur Verfügung stellen und auch als Schriftführer, zusammen mit dem Motzer als mein Stellvertreter. Ich habe das Protokoll vom letzten Landesparteitag schon gemacht und würde das jetzt auch wieder veranstalten. Dann bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Ich erkenne Einstimmigkeit, du hast den Job. Wir kommen zur Zulassung von Gästen, Presse und audiovisuellen Aufnahmen. Gibt es da Gesprächsbedarf? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für die Zulassung von Gästen, Presse und audiovisuellen Aufnahmen? Dann sind hiermit Gäste, Presse und audiovisuelle Aufnahmen erlaubt. Wir kommen zur Wahl der Wahlleitung. Lieber potenzieller Wahlleiter nicht wegrennen, sondern dir ein Mikro schnappen und sagen, wer du bist. Hallo. Hallo, André Oetzmann aus Niedersachsen. Hab da schon technische Wahlleitung gemacht. Wurde gefragt, das hier auch zu machen, beziehungsweise komplett die Wahlleitung zu übernehmen. Würde ich dann tun. Mike Saunus sitzt da vorne, erkennbar an diesem wunderschönen Luau, oder wie das heißt. Der wäre mein Stellvertreter. Und da hinten sitzen 4 weitere Personen aus Niedersachsen, die schon als Wahlhelfer bereitstehen. Ja.
Das war es eigentlich. Dann bitte ich um das Kartenzeichen. Das ist einstimmig. Dann bist du jetzt Wahlleiter. Dann kommen wir zu der Wahl der Zeugen und Vertrauenspersonen. Erst einmal brauchen wir zwei Zeugen für diese Versammlung, die akkreditierte Mitglieder dieser Versammlung sind, die heute den ganzen Tag da sind und am Ende unterschreiben, dass alles richtig war und so weiter. Wir haben einen Kandidaten und wir bräuchten noch einen zweiten. Okay, würdet ihr bitte kurz zum Saalmikro kommen und euch vorstellen? Test. Wunderbar. Ja, ich bin der Björn Griebenow, ich komme aus Halle-Saale, bin seit 3 Jahren Pirat und war auch schon Zeuge auf manch anderen Aufstellungsversammlungen. Und ich bin Steffen Töpfer, komme aus Blankenburg und das ist meine erste Wahlversammlung. Dann bitte ich um das Kartenzeichen, ob diese beiden Zeugen den Job machen können. Sehr schön, wir haben Versammlungszeugen. Dann kommen wir zur Wahl der Vertrauenspersonen. Die Vertrauenspersonen sind die Leute, die den Link zwischen der Liste und der Landeswahlleitung darstellen. Gibt es da Kandidaten? Okay, ich sehe da zwei. Würdet ihr vorkommen und euch vorstellen? Hallo, ich bin Martin Otto, ich komme aus dem Werderkreis und bin seit gut 2 Jahren Pirat. Thilo Körner aus Köthen, ich bin Pirat seit letztem Jahr im Mai. Ich bin auch schon Vertrauensperson für die Aufstellungsversammlung Wahlkreis 71 in Anhalt und wenn ich den Job erfüllt habe, dann habe ich auch schon Erfahrung und kann dann diesen Job auch machen. Okay, dann bitte ich um das Kartenzeichen für diese Vertrauenspersonen. Okay, dann haben wir auch Vertrauenspersonen. Jetzt der spannende Jobteil, Beschluss der Tagesgeschäfts- und Wahlordnung. Die vorgeschlagene Tagesordnung ist, dass wir jetzt Tagesgeschäfts- und Wahlordnung machen. Danach Aufruf zur Einreichung von Wahlvorstellungen, Wahlvorschlägen, dann gibt es die Vorstellung der Bewerber, dann wird die Landesliste gewählt, dann ist die Versammlung vorbei. Zwischen 13 und ich glaube 15 oder 16 Uhr ist noch eine Pause, um demonstrieren zu gehen. Ich bitte um das Kartenzeichen für diese Tagesordnung. Erst die Tagesordnung abstimmen, okay. Deinen Änderungsvorschlag könntest du als Geschäftsordnungsantrag auf Änderung der Tagesordnung hier vorne, wir haben hier vorne ein Antragsbüro, einreichen. Könnten wir, bevor wir die Tagesordnung ändern, ganz kurz uns noch eine Geschäftsordnung geben? Dann kannst du, ohne Geschäftsordnung ist nämlich kein Geschäftsordnungsantrag. Es gibt einen Geschäftsordnungsvorschlag, den der Jan Leutert, die Caro und die Caro ausgearbeitet haben, den ich deshalb noch nicht mal kritisch gegengelesen habe, weil wenn die beiden eine Geschäftsordnung machen, dann ist das gut so. Diesen findet ihr unter pyt.piratenpad.de/golsa. Und ich bitte jetzt um das Kartenzeichen für diese Geschäftsordnung. Oder gibt es andere Geschäftsordnungen? Okay, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um das Kartenzeichen für die Geschäftsordnung. Okay, gut. Ich probiere langsamer zu sein. Wir haben eine Geschäftsordnung. Jetzt kommen wir zu den Wahlordnungen. Es gibt mehrere Vorschläge für Wahlordnungen. Ich sehe den Jan, der uns eine vorstellen will. Ah,
Okay, dann geben wir Jan das Mikro, dass er die verschiedenen Wahlordnungen vorstellen kann. Der Stream muss nicht jeden Quatsch hören, den ich rede. Ja, ich habe drei Wahlordnungen. Ich wurde gebeten, die Ideen für Wahlordnungen auszuarbeiten. Im Grunde sind alle Wahlordnungen gleich. Also das ist so dieser Standard-Fu, der da drin sein muss. Wie, was passiert bei Stimmgleichheit? Dann losen wir nämlich. Wie funktioniert dieses Losen? Und zwar, dass einfach DIN A4-Zettel genommen wird, wo die Kandidatennummer drauf gedruckt wird, in eine Urne und einer zieht. Und dass die Wahlgänge geheim sind, das steht ja schon im Gesetz, und dann auch wer gewählt werden kann und so ein paar Gesetzesreferenzen. Dann steht in kurz, wie die Landesliste zusammengestellt wird. Die drei Wahlordnungen unterscheiden sich an eigentlich einem Punkt, und zwar an der Anzahl der Blöcke und der Anzahl der Wahlgänge. Die Wahlordnung 1 sieht einen Wahlgang in einem Block vor, das heißt, ihr habt einen Wahlzettel, da könnt ihr Ja und Nein ankreuzen und dann könnt ihr hinten noch Gewichtungspunkte 0 bis 5 vergeben. Also 0 ist kein Gewichtungsankreuzen und 5 sind alle Gewichtungspunkte ankreuzen. Das wird in einem Wahlgang gehen. Die Wahlordnung 2 sieht zwei Blöcke vor, und zwar einmal 1 bis 3 und einmal 4 bis Ende. Das Ende definiert sich an allen Kandidaten, die ein Quorum geschafft haben, da komme ich gleich dazu. Und die Wahlordnung 3 ist eine Mischung aus beiden, das ist nämlich ein Block komplett und dann die Gewichtung in einem separaten Wahlgang. Also wir wählen erst, wer auf dieser Liste drauf ist, und dann gucken wir, in welcher Reihenfolge diese sind. Das macht ihr in zwei getrennten Wahlgängen. Das ist der Wahlordnungsvorschlag 3. Das Quorum ist bei allen gleich, das sind mehr Ja- als Nein-Stimmen. Bei der Enthaltung werden bei allen nicht berücksichtigt. Und Stimmgleichheit-Losverfahren. Reihenfolge der Vorstellung wird auch bei allen gelost. Und Vorstellungszeit ist in den Wahlordnungen mit 10 Minuten festgelegt. Das hat sich in der Vergangenheit auf den restlichen Versammlungen als relativ gut herausgestellt. Und in der Wahlordnung 2, da wir zwei Blöcke haben, da jemand, der im ersten Block schon angetreten ist, dann auch im zweiten Block antreten kann, hat er dann nochmal eine Vorstellung im zweiten Block separat von 5 Minuten. Das ist dann in der Wahlordnung auch nochmal festgelegt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, ansonsten bin ich dann fertig mit der Vorstellung. Ja. Kann man auch machen, würde ich vorschlagen, wir stimmen die Dinge ab und dann machen wir einfach einen Änderungsantrag dazu. Weil dann kann man den separat, also ich mag Stichwahlen, wird dann nochmal einen kompletten Dings, kann man auch machen, bin ich emotionslos, machen wir gerade ein Meinungsbild, wer würde lieber ein Stichwahlverfahren statt ein Losverfahren bei Stimmgleichheit haben, hebt mal die Karte. Wer würde lieber das Losverfahren haben? Ja, ziemlich gleich. Oder, Herr Bukor? Machen Sie das mal, Sie sind der Versammlungsleiter. Okay, wer findet Stichwahlen besser? Ich bitte um das Kartenzeichen. Wer findet Losen bei Stimmengleichheit? Das ist doch ganz eindeutig erläutert. Das sah gerade anders aus. Stichwahl. Dann revidiert dieses Stimmgleichheit, dann ist das Stichwahl. Ich formuliere das dann gleich noch in Stichwahl um. Dann kommt dann steht statt bei Stimmgleichheit findet ein Losverfahren statt, steht dann drin, bei Stimmgleichheit findet ein Stichwahl statt. Das ist die Änderung dann drin, in allen dreien jetzt. Habt ihr sonst noch Fragen? Noch ein technischer Hinweis, wir haben ein Saalmikro und ich würde Fragensteller und Leute, die Redebeiträge haben, bitten, das Saalmikro zu nutzen. Dann könnt ihr nämlich auch im Stream gehört werden. Dankeschön. Aber scheinbar keiner. Gut. Viel Spaß. So, wir machen das jetzt mit dem Approval. In der ersten Runde könnt ihr für jedes Wahlverfahren stimmen, das ihr gut findet. Dann werden die beiden von euch besser gefundenen Wahlverfahren gegeneinander abgestimmt und dann gibt es eine Abstimmung über das dann präferierte Wahlverfahren. So, wir sind in der ersten Runde. Ihr könnt für alles stimmen, womit ihr leben könnt. Ich bitte um das Kartenzeichen für das Wahlverfahren 1. Ich bitte um das Kartenzeichen für das Wahlverfahren 2.
Und ich bitte um das Kartenzeichen für das Wahlverfahren 3. Okay, das wiederholen wir nochmal. Ich bitte um das Kartenzeichen für das Wahlverfahren 1. Dann das Wahlverfahren 2, bitte. Und das Wahlverfahren 3. So, wir stimmen ab gegeneinander, das Wahlverfahren 1 und 3. Ich bitte darum, jetzt nur noch für 1 zu stimmen. Wer ist für das Wahlverfahren 1? Ich bitte um das Kartenzeichen. Wer ist für das Wahlverfahren 3? Kann ich nochmal die Karten für das Wahlverfahren 1 sehen? Ja, das würden wir auszählen. Ich bitte die Wahlhelfer, das auszuzählen. Okay, jetzt die Karten hoch für das Wahlverfahren 1 und so lange oben halten, bis die Wahlhelfer sagen, dass ihr die Karten runternehmen könnt. Und ich bitte um die Karten für das Wahlverfahren 3. Okay, wir stimmen ab über das Wahlverfahren 3. Wer für dieses Wahlverfahren ist, bitte jetzt das Kartenzeichen. Wer dagegen ist, das andere Kartenzeichen. Okay, wir haben ein Wahlverfahren. Das Wahlverfahren 3 ist es. So, dann bitte ich jetzt alle Leute, die auf die Landesliste zur Bundestagswahl wollen, sich hier vorne beim Antragsbüro beziehungsweise beim... Nein. Hallo? Ja. Wir haben da hinten einen Service Point für Kandidaten eingerichtet. Das ist die Susanne und der Jason da nebeneinander. Da hängt auch ein Schild davor, die gerade winken. Und da können sich alle Kandidaten bitte anmelden und die entsprechenden Formblätter ausfüllen, damit sie zugelassen werden zur Wahl. Danke. Ich habe ein T-Shirt für ihn angeschafft und ich auch, ohne dass wir voneinander gewusst haben. Ich würde das so interpretieren, dass es wirklich mal nötig war. Nein, nicht, dass er ein T-Shirt trägt, sondern dass er ein bisschen Dank bekommt. So, er sitzt jetzt schon hier vorne, ja, ist den Tränen nahe vor Rührung. Ich wollte es eigentlich nicht lang machen, Henning ist immer noch da, nicht da. Ich überreiche jetzt trotzdem mal mein T-Shirt, das ich für Synix ausgesucht habe. Ich finde, die Schrift ist sehr passend. Die Versammlungsleute möchte es bitte auch sehen. Also herzlichen Glückwunsch, Christoph, und danke für deine viele Arbeit. Ein paar Worte noch, bevor Henning vielleicht mal eintrudelt. Danke. Wenn Henning noch nicht da ist, dann werde ich noch ein bisschen labern. Nochmal herzlichen Dank an Tommy, der auch gerade nicht da, sondern da hinten steht, dafür, dass er immer die vielen Sachen hier ins Internet streamt und seine ganzen Kisten durch die Gegend fährt. Ja. Dankeschön an unseren DJ, der jetzt immer das Mikro ein- und ausstellt. Ja, der hat sich telefonisch angekündigt. Also Dankeschön an den Protokoll, dass er sich die Arbeit macht. Los, klatschen. Dankeschön an die Versammlungsleitung, an den Wahlleiter. Und dann ist Henning endlich da.
Sie recht. Übergibst du offiziell an mich oder mache ich Anklage? Also ich soll jetzt nichts mehr erzählen. Das sagt der, der dem ist das nur peinlich. Ja, also die Geschichte ist eine ziemlich lustige. Wer sich vielleicht gefragt hat, wo das Maskottchen heute herkommt, war eigentlich eine lustige Geschichte. Da haben wir einfach darüber gesprochen, dass unser IT-Mensch, der Synex, ein fleißiges Bienchen ist. Und ja, Bienchen passt nicht ganz so zu ihm, er ist eher so eine Hummel. Und daher kam halt so die Arbeitshummel als kleines Maskottchen, was sich ja dann heute für den Parteitag auch durchgesetzt hat. Und daraufhin haben wir einfach, oder ich habe daraufhin einfach mal ein T-Shirt drucken lassen für den Synex. Steht sein Name drauf, ganz super Synex halt. Und hinten die Arbeitshummel, ja. Ja, eine Dankesrede. Danke. Okay, jetzt hat der Wahlleiter noch ein paar Sachen zu sagen. Also, nochmal zur Erinnerung, die Bewerber- bzw. Kandidatenliste ist am Service Point immer noch eröffnet, wird aber bald geschlossen. Wer sich noch auf die Liste eintragen möchte, möchte sich da jetzt bitte hinbegeben. Ein Kandidat hat sich telefonisch angemeldet, der wird ebenfalls auf die Liste eingetragen von den Wahlhelfern. Sollten sich weitere Kandidaten finden, mögen Sie sich bitte jetzt aufgerufen fühlen, zu den Wahlhelfern zu gehen, Ihre eidesstattliche Versicherung auszufüllen, Ihre Kandidatennummer zu ziehen und sich dann auf Ihre Vorstellung vorzubereiten. Jetzt. So, dann würde ich die wir haben hier eine Kandidatenliste. Soll heißen, wir können weitermachen. Ich würde die Versammlung bitten, zur Ruhe zu kommen. Ich möchte, liebe Versammlung, könnt ihr ein bisschen... Bitte aufs Podium. Ein Thema, was wir momentan noch sehr stark nicht ignorieren, aber wo wir einiges an Potenzial vermissen lassen. Also wir sehen ja die täglichen Skandale. Täglich, wenn ich einkaufen sehe, kann ich nicht unterscheiden, ob ich gerade, wenn ich mir ein hohes C-Saft hole, dann weiß ich nicht, dass dort tierische Produkte drin sind. Ist aber so. Es ist in anderen Produkten ebenso. Und das ist eigentlich auch so skandalös. Und ich frage mich, warum da nicht eigentlich jede Woche ein Aufschrei durch die Bundesrepublik geht. Von daher, danke ich euch fürs Zuhören. Und ich wünsche auf jeden Fall allen Kandidatinnen und Kandidaten auch viel Erfolg. Dankeschön. Ich frage die Versammlung, ob sie den Kandidaten befragen möchte und bitte jetzt um das Kartenzeichen. Dafür oder dagegen? Das ist eine klare Aussprache. Dafür, der Kandidat darf befragt werden. Ich bitte jetzt jeden fragewilligen Piraten hier vorne ans Saalmikro. Das ist da. Es darf umgedreht werden, damit ihr den Kandidaten noch angucken könnt. Und wir weisen darauf hin, dass wir von Anfang an für die Fragerunde eine Redezeitbegrenzung einführen. Und zwar wird die Redezeit der Fragesteller auf 1 Minute begrenzt und die Redezeit des Kandidaten für die Antworten auf 3 Minuten. Dankeschön. Kann ich? Bitte, du darfst. Okay.
Ja, Stefan, du hast jetzt ganz viel über dich in der Partei und über deine Motivation gesprochen, aber kaum über persönliche Fähigkeiten. Ich würde deshalb gerne wissen, wo siehst du bei dir persönliche Stärken, die dich für die Arbeit im Bundestag geeignet machen? Ja, ich glaube, wir haben alle ein Manko da dessen, was im Bundestag eigentlich gemacht wird und wie es gemacht wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei fast alle Kandidaten ein ziemliches Problem. Von daher, ich bin auch immer so jemand, ich würde nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier gut, weil. Ich würde einfach sagen, ihr müsst meine Fähigkeiten bewerten. Und ich habe, glaube ich, versucht, zumindest in den letzten Jahren möglichst aktiv in der Piratenpartei so zu partizipieren, so mitzumachen, dass ihr auch mich bewerten könnt. Also ob das jetzt sozusagen die programmatische Arbeit ist, ob das die die Aktivität im Straßenwahlkampf ist, etc. oder auf persönlicher Ebene. Ich denke, um nur eine Sache rauszustellen, also ich glaube, dass ich mich ganz gut in zum Beispiel Gesetzestexte einarbeiten kann, in Sachverhalte einarbeiten kann, auch in wissenschaftliche Studien etc. einarbeiten kann aufgrund meiner meines Studiums. Und dass mir das zumindest eine große Hilfe sein kann, mit diesen ganzen mit diesen ganzen Massen von Informationen auch umzugehen. Hallo Stefan. Hallo. Ich möchte von dir nochmal wissen, was deine präferierten Ausschüsse im Bundestag wären. Also ich weiß, du kennst dich mit Inklusion sehr gut aus etc. und kannst du mir die erläutern? Ganz kurz bitte, ich möchte die Fragesteller darauf hinweisen, dass die Nähe zum Mikrofon die Verständlichkeit ungemein positiv beeinflusst. Kannst du bitte erläutern, welche deine präferierten Ausschüsse im Bundestag wären? Also es gibt da ein paar, ich hatte das mal im Wiki versucht aufzufassen, wie ich es mir gewünscht hätte. Du hast geschrieben, dass du dich von der NPD politisch, also dass du politisch anderer Meinung warst. Aber eine Partei, die irgendwie Rassismus, Sexismus, Diskriminierung par excellence vertritt, davon erwarte ich, dass man sich dorthin stellt und sagt so, das ist menschenverachtend und das, was ihr macht, das geht überhaupt nicht, geht zum Teufel. Und das hast du nicht getan. Hallo Stefan. Hallo. Meine Frage ist, du bist ja immer für eine Frauenquote oder stehst du dafür ein, dass Frauen nicht benachteiligt werden? Jetzt bei deiner Kandidatur, du landest auf Platz 1, würdest du eine Frau, die hinter dir ist, vorlassen? Ich habe mich gefragt, wann diese Frage kommen wird. Erstmal zur Korrektur, also ich bin nicht für eine Frauenquote. Ich habe mehrfach dargelegt, warum ich das so sehe. Ich habe nicht Probleme damit, dass ich irgendwie meine Frauen wären ja schon genug empowered und hätten schon genug Rechte und genug Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir eine ganz starke, immer noch strukturelle Diskriminierung von Frauen haben. Eine Frauenquote ist für mich aber als jemand, der sich mit queer-theoretischen Perspektiven, also sprich die Fragen über Geschlecht, die Konstruktion, die gesellschaftliche Konstruktion, was Geschlecht ist, also was ist Männlichkeit, was ist Weiblichkeit. Damit habe ich mich so lange beschäftigt, dass ich der Meinung bin, dass eine Frauenquote einfach ein binäres Mann-Frau-Geschlechtersystem stärkt. Und das möchte ich nicht, weil da fallen Menschen runter, die sich nämlich nicht eindeutig als männlich oder weiblich identifizieren wollen. Ob das jetzt Transsexuelle sind, ob das Genderqueers sind oder ob das Intersexuelle sind. Die Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Wenn eine Frau nach vorne kommen würde, also vor mich oder nee, hinter mich und ich wäre auf Platz 1, 2, was auch immer, würde ich zurückziehen. Ich kann dir sagen, ich weiß bis heute die Antwort nicht. Also ich denke mir, es gibt Gründe, warum ich das sollte, aber ich denke auf der anderen Seite auch, dass es Gründe geben sollte, warum ich das nicht tun sollte. Also besser kann ich es dir nicht beantworten. Sorry. Ja, hallo, Frank Harder mein Name. Ich möchte erst einmal jedem, der hier auf der Liste steht, meinen Respekt dafür aussprechen, dass sie sich überhaupt hier zur Wahl stellen. Und ich möchte auch versuchen, dass ich jedem dieser die gleiche Frage stellen kann. Ich hoffe, das gelingt mir. Die ist auch ganz kurz und bündig. Ich persönlich bin gegen jede Art von Auslandseinsätzen der Bundeswehr und ich würde gerne von den Kandidaten wünschen, wie Sie dazu stehen. Ja, das hatte ich vorhin sogar schon mal ganz kurz diskutiert. Ne? Grüße nach Sachsen. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, es gibt Gründe, in denen interveniert werden muss. Also ich habe Probleme damit, dazustehen und zu sagen, okay, da findet ein Genozid statt.
also ein Völkermord, und wir gucken zu, weil wir sagen, wir sind ja wir sind ja für den Frieden. Wichtig wäre für mich auf jeden Fall, bei solchen Einsätzen darf es eigentlich nur ein UNO-Mandat geben, also als Minimum. Und ich glaube, die Hürden sollten relativ hoch sein und auf jeden Fall sollte auch die Bevölkerung mit in diese Entscheidung involviert werden. Es ist natürlich immer die Frage, es ist eine Einzelfallentscheidung, und das Problem ist, dass momentan die Kriege meistens also nicht geführt werden, weil man die Menschenrechte schützen möchte, sondern aufgrund von Ressourcen und von ähnlichen Dingen, also nicht dem, was es eigentlich sein sollte. Von daher kann ich sagen, ich bin nicht konsequent gegen jegliche Form der Intervention, aber ich kann jetzt auch nicht dir genau aufmalen, unter welchen Umständen es so sein muss, weil ich glaube, das ist auch ein ziemlich schwieriger Diskurs, auch innerhalb der verschiedenen Außenpolitik-AGs und Sicherheitspolitik-AGs, die wir auf Bundesebene ja einige haben. Danke. Das ist Commons. Also Commons. Nein, ich werde jetzt nicht sagen, was Commons sind. Ich höre ein Aufatmen aus dem ganzen Raum. Nein, ich wollte einfach nur meine zweite Frage stellen. Gibt es ein oder auch mehrere bestimmte Dinge, die du unbedingt verwirklichen willst, wenn du im Bundestag sitzt? Ja, Weltfrieden, genau. Ich glaube, das war dieser Antrag, wie geht man mit rechtspopulistischen Parteien um? Ich hatte da rausgelesen und wir hatten ja darüber mal kurz diskutiert, oder vielleicht auch länger, dass du es, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dass du es ablehnen würdest auf einer Podiumsdiskussion, wo ein NPD-Mitglied oder ein NPD-Kandidat anwesend ist, dass du das dann meiden würdest und gehen würdest. Habe ich das noch so richtig drin? Das habe ich gesagt, ja. Gut, also das heißt, du willst als Listenkandidat, wenn du Erster bist, da wissen wir alle, dass dann eventuell doch Fernsehauftritte dazukommen und du stehst dann neben jemandem von der NPD, würdest du dann den Saal verlassen, weil du könntest ja dann unsere politischen Ziele überhaupt nicht dem Bürger mitteilen. Also ich glaube, da gibt es genug andere Möglichkeiten, um das mitzuteilen, als auf einer Podiumsdiskussion mit der NPD auf eigene Augenhöhe oder gleiche Augenhöhe zu diskutieren. Ja, aber es gibt ja mehrere. Nein, stopp. Zwei Anmerkungen. Zum einen eine Frage pro Fragesteller. Ihr könnt euch gerne wieder hinten anstellen, wenn ihr darauf Wert legt. Das nächste ist, es gab aus der Versammlung mittlerweile mehrere Anmerkungen, dass die Gespräche oder der Gesprächspegel innerhalb des Raumes etwas zu hoch ist, um die Fragen und die Antworten hinreichend gut zu verstehen. Ich bitte, das ein bisschen einzudämmen. Wenn ihr quatschen wollt, könnt ihr gerne rausgehen. Wir haben einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Ich bitte um das Anzeichen zur Abstimmung. Dagegen. Der Antrag ist angenommen, die Rednerliste ist geschlossen. Jeder, der jetzt noch etwas sagen möchte, möge sich jetzt erkennbar zum Mikrofon bewegen. Dann ist hinter dir, hinter Thorsten Schluss. Dankeschön, bitte. Stefan, ja. Du bist ja ein großer Freund von Liquid Feedback, ja. Wie wir wissen. Das war noch nicht die Frage. Verdammt. Per Grundgesetz ist ja der Abgeordnete seinem Gewissen verpflichtet. Meine Frage ist, würdest du dich verbindlich an Entscheidungen aus dem Liquid Feedback halten, wie es zum Beispiel in anderen Parlamenten und Vorständen gehandhabt wird? Die Frage, mein Gewissen wäre in dem Sinne zu sagen, ich kann mit gutem Gewissen vertrauen, dass eine Basismeinung auch eine gute Meinung ist. Und ich kann diese auch selber nochmal überprüfen. Also im Endeffekt sehe ich mich als allerletzte Instanz überhaupt nochmal, also sozusagen eine Art Veto einzulegen. Also für mich bedeutet dieses Basisdemokratie oder diese liquide, also flüssige Demokratie, bedeutet für mich ein Zugewinn von dessen, was wir eigentlich vertreten wollen. Und ich glaube, dass egal, ob es jetzt Liquid Feedback, ob das die ständige Mitgliederversammlung ist oder ob es ein ähnliches Tool ist etc., ich glaube, dass es notwendig ist. Und ich würde mich daran halten, wenn ich nicht, also solange ich nicht wirklich eklatante Probleme darin sehe, zum Beispiel, dass damit irgendwelche Menschenrechte oder vielleicht auch bestehende Gesetze zum Negativen geändert werden. Das ist natürlich jetzt auch eine schwammige Aussage, weil ich kann dir jetzt nicht sagen, naja, wir nehmen uns jetzt den Antrag und ich sage dir jetzt ganz genau, wie ich da abstimmen würde. Von daher kann ich das auch nur so ein bisschen schwierig stehen lassen und kann nur sagen, für mich ist es halt schon das Ziel, diese Basisdemokratie auch zu leben, zu repräsentieren.
aber aus auch schon vielen genannten Gründen von, dass Mehrheiten auch über Minderheiten Politik machen, also sprich, dass auch Diskriminierung in diese Richtung stattfindet, muss man natürlich immer auch gucken, dass Minderheiten geschützt bleiben. Ja, also ist ja eine Aussprache, deswegen habe ich zwei Statements. Wenn ich darf, liebe Versammlungsleitung, ich bin ja Gast, darf ich? Ja, du darfst. Okay, dankeschön. Also zwei Statements und dann eine Frage. Zum einen, das mit dem Halten an Liquid Feedback ist tatsächlich, kann man keine klare Grenze ziehen. Da kann ich dir nur zustimmen. Und für mich ist immer klar, in dem Moment, wo sich in der Partei eine Mehrheit findet, die meinem Gewissen widerspricht, muss ich mich tatsächlich auch fragen, ob ich in der richtigen Partei bin. Richtig. Da sind ganz andere Probleme am Spiel als Liquid Feedback. Also wenn es so weit kommt, dann das möchten wir alle nicht hoffen. Das Zweite ist, ich bewundere dich für deine klare Aussage gegen rechts. Ich finde das extrem wichtig und gut. Und ich würde auch sofort jederzeit ein Podium verlassen, auf dem berechtigterweise ein Nazi sitzt. Und da führt auch gar kein Weg dran vorbei für mich. Dann die Frage, die habe ich auch in Berlin den Kandidaten immer gestellt. Du bist ja in den Bundestag und da gibt es ja jetzt auch aktuelle Debatten, die für den Wahlkampf eine Rolle spielen. Deswegen, welche, vielleicht auch in deinem Themenbereich, welche aktuellen Debatten kennst du so, dass du dazu eine Aussage treffen kannst? Kannst du jetzt eine raussuchen? Und was ist dann deine politische Meinung dazu? Wie würdest du das in das Wahlprogramm eventuell einordnen? Geht jetzt um die Tagespolitik sozusagen. Ja, das ist natürlich auch immer so eine subjektive Sicht. Je nachdem, was man an politischen Themenfeldern ja auch immer versucht erfassen. Was ich geschrieben habe, ist ein Antrag zum Beispiel zum Bundesparteitag zum Thema inklusives Wahlrecht. Also indem wir die Parts aus dem Wahlgesetz streichen, die Menschen mit einer Totalbetreuung und in psychischen Einrichtungen erstmal per se von einem Wahlrecht ausschließt. Also unhinterfragt, nicht dieses, es könnte in ein oder zwei Fällen mal sinnvoll sein, jemanden von einem passiven oder aktiven Wahlrecht auszuschließen, sondern es geht darum, einfach zu sagen, nein, konsequent haben diese Menschen kein Wahlrecht. So, das ist eine Sache, wo ich mich eingearbeitet habe, wo ich auch mit verschiedenen Verbänden versucht habe, auch diese Argumentation dessen, passives Wahlrecht etc. für jemanden, der eine Totalbetreuung hat etc. auch aufzulösen und auch also argumentativ darzulegen, dass es eigentlich eher ein Scheinproblem ist. Ich setze mich zum Beispiel aufgrund dessen, dass ich mich auch so in diesen Themen Geschlecht und Sexualität auseinandersetze, auch sehr stark für ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, ob ich die sage, die Gleichstellung aller Lebenspartnerschaften an die Ehe oder die Abschaffung der Ehe oder beziehungsweise ihres, dass die Ehe halt Schutz, also besonderen Schutz bedarf, dadurch aber eigentlich alle anderen Formen von nicht-heterosexuellen Ehen irgendwie oder Lebenspartnerschaften diskriminiert werden. Also das ist auch ein Thema. Ich bin da jetzt nicht so aktuell drin, dass ich sage, ich weiß jetzt genau, wie der Gesetzesvorschlag aussieht. Das tatsächlich nicht. Aber die Debatte ist ja auch schon älter und dort gibt es auch noch andere Themen in diesem Spektrum. Damit ist die Kandidatenvorstellung beendet für Stefan Schurig. Eine Frage. Eine formale Frage. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja, hatte ich. Danke. Dankeschön. Dann jetzt noch ein Hinweis von Seiten der Wahlleitung. Ihr bekommt jetzt Nummern. Also das sind eure Kandidatennummern. Jeder darf jetzt diese Nummer mit sich herumtragen und darf damit dann zeigen, das ist seine Nummer, auch mit der Nummer möchte er gewählt werden. Alle Kandidaten bekommen so eine und mögen sich diese bitte hinten bei unseren freundlichen Wahlhelfern abholen. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur nächsten Kandidatenvorstellung, Richard Josef Schmidt. Richard, auch für dich gilt, du hast 10 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Danach stimmt die Versammlung ab, ob sie dich befragt. Bitte schön. Und ich bitte dann auch um die Meldung, wenn ich da eine Minute davor bin. Ja, dann schließe ich den Satz ab. Ja, ich kann euch zwar kaum sehen durch diese hellen Lichter, aber kann euch sagen, dass ich sehr erfreut darüber bin, dass ich vor 5 Minuten, na sind es ja nicht, aber vor einer halben Stunde oder so beschlossen habe, mich hier hochzuwagen und zu kandidieren. Der Hauptgrund war, dass zu dem Zeitpunkt es nur 11 Kandidaten gab
Und ich denke, dass bei dieser Bundestagswahl mehr als 11 Leute für die Piraten hier stehen sollen. Und das war also der Hauptgrund, mich vorzustellen, mich aufzustellen als Kandidat hier. Ich habe das schon seit dem Herbst erwogen, auch mit vielen Freunden und Bekannten darüber diskutiert und konnte mich nicht wirklich entscheiden, weil ich zum einen finde, dass ein Mensch Spitzenkandidat werden sollte, der deutlich jünger ist als 60, und ich bin 4 Tage älter als 60. Und ich bin auch der Meinung, dass es sehr gut wäre, wenn jemand Spitzenkandidat wäre, der bei den Piraten, ob in Sachsen-Anhalt oder woanders, sich bisher mehr eingebracht hat, als ich das gemacht habe. Ich bin erst seit anderthalb Jahren Mitglied, und ich habe in diesen anderthalb Jahren alles getan, was ich konnte, aber weil es so viel anderes zu tun gab. Ich war zum Beispiel bis zum Oktober letzten Jahres im Bundeskoordinierungskreis als Bundesvorstand von ATTAC tätig, und kaum hatte ich das abgegeben, gab es eine Situation bei Transition Town, dass eben Transition Town Genossenschaften gegründet werden. Das war mir wichtiger, als mich einzubringen hier in der Partei, unter anderem deswegen, weil ich mitbekommen habe, dass sehr gute Menschen, sehr gute Leute sich hier eingebracht haben in Sachsen-Anhalt. Ich hatte eigentlich vor zu sagen, so wählt mich bitte nicht auf Platz 1, da ist jemand wie Roman viel besser aufgehoben. Ich bin jetzt nach dem Vortrag von Stefan hier ganz unschlüssig geworden, denn das war so fantastisch und gut. Und ich kann euch sagen, das sage ich aus meiner Erfahrung, als jemand zwar im zweiten und dritten Glied, ich habe zwar mal in der Landtagsfraktion der Grünen in Hannover gearbeitet, aber ich bin einer der wenigen bekennenden Anarchisten, die versucht haben, dieses Recht von jedem für sich selber Verantwortung zu übernehmen, auch in Parteien einzubringen. Für mich ist das ein liberales Recht, das ist ein Menschenrecht, dass diese Menschenrechte wirklich für jeden Menschen gelten. Und dazu genügt die Menschenrechtserklärung der UNO und die Grundrechte, die im Grundgesetz stehen, die genügen nicht. Die genügen absolut nicht, weil es geht um wirtschaftliche Voraussetzungen, diese Menschenrechte ausüben zu können. Für mich ist es ein kleiner Weg dorthin, Genossenschaften zu unterstützen, und weil ich denke, dass Menschen wie ich, die wenig Geld haben, die kein Erbe haben, die wenig Verbindungen haben, die keinen Top-Job haben mit einem hohen Einkommen, dass die sich über Genossenschaften auch beteiligen können und auch wirtschaftlichen Einfluss gewinnen können. Aber es ist ein sehr, sehr mühsamer Weg. Bei den Piraten, denke ich, bin ich das erste Mal wieder wirklich gut und richtig mit meinen Überzeugungen in einer Partei und nicht ganz klar Minderheit. Ich war als Student mal ein Dreivierteljahr in der FDP in Hamburg, als es darum ging, dass die FDP aus dieser liberalen Verbindung mit den Sozialdemokraten in eine Verbindung mit den Konservativen geht. Da ist geworben worden, da sollten Studenten das verhindern. Das habe ich versucht, das ist kräftig misslungen. Als Folge davon habe ich dann in Hamburg die alternative Liste mit aufgebaut, bin dann in die Grünen gegangen, Grün-alternative Liste, war dort 28 Jahre aktiv, aber als Liberaler und als Linker und als klarer Kriegsgegner immer eine Minderheit. Ja, wenn es um Kriegsgegnerschaft ging, immerhin eine Minderheit von einer Drittel. Wenn es darum ging, ökonomisch Teilhabe zu haben, war ich eine ganz kleine Minderheit. Ich habe dann noch, erkenne ich, völlig naiv und dumm beim Aufbau der WASG mitgeholfen, war kurze Zeit Vorsitzender. Den Markus kenne ich von dort, sehr leidvolles, eine Freundschaft ist es ja nicht, aber Bekanntschaft, sehr leidvoll. Ich finde es wunderbar, wie du dich einbringst, aber das, was du einbringst, das ist so viel Hindernis und kostet wieder so viel Kraft, das irgendwie glatt zu bügeln, dass ich mir nicht sicher bin, ob es nicht besser wäre, du würdest dich
nicht so einbringen. Aber okay, das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber es gibt ja ganz viele andere, die sich genauso stark einbringen wie du und die das ein bisschen ausbügeln wieder. Es sind 1000 Sachen angesprochen worden, zum Beispiel NPD. Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir eingeladen werden zu einer Podiumsdiskussion mit der NPD, dass wir nicht sofort den Saal verlassen. Ich wünsche mir, dass wir sowas wie eine Sitzblockade machen und uns hinstellen oder vielleicht auch eine Quiek- und Schreiblockade und sagen, wir wollen nicht, dass dieses Mensch von der NPD, Entschuldigung, war jetzt, bin da ziemlich aufgeregt, wenn es um NPD geht, wenn solange dieser Mensch hier ist, das wollen wir verhindern, dass der ein Podium bekommt und wenn irgendwelche Bürofaschisten aus irgendwelchen Studios oder sonst irgendwo meinen, sie müssen die Chance nutzen und diesen NPDler oder vielleicht sind sie gar keine Faschisten, vielleicht ist es nur ein völlig falsch verstandener Liberalismus, dass die den sprechen lassen wollen, dass sie sagen, nein, das wollen wir nicht. Und wenn wir dann rausgetragen oder rausgeprügelt werden, okay, natürlich nicht mit denen auf Augenhöhe diskutieren. Es ist schon unheimlich schwierig. Ich bin natürlich mit dem Zug von Köln hierher gekommen, bin in Baalberge umgestiegen. Mit mir im Zug war ein junger Mann, ganz in Schwarz gekleidet, der gesagt hat, habe ich beim Telefonieren gehört, nein, er verkleidet sich nicht, er ist doch keine Zecke, die sich irgendwie verbummen muss, nein, er steht dazu. Ich hatte ihn angesprochen, habe gesagt, mit seinem T-Shirt All Cops Are Bastards, abgekürzt, das finden die doch bestimmt nicht gut. Und dann meinte er, scheißegal, was die gut finden. Und ich habe ihm nicht gesagt, dass es mir nicht scheißegal ist, wenn ich Briefe bekomme in Körnern, wo drin steht, ich bin nicht gewünscht und ich hätte 3 Tage Zeit auszuziehen in Körnern, ansonsten werde ich ausgeräuchert und wenn wir kriegen euch alle und Antifa-Schweine bei mir auf dem Haus steht und Hakenkreuze und Sieg Heil, das ist mir nicht scheißegal, aber trotzdem ist es so, dass es kein Grund ist, nicht trotzdem irgendwie mit offenem Visier zu sagen, was man denkt, und ich denke, und ich bin Anarchist, das heißt, ich bin Einzelgänger, ich tue mich sehr schwer, irgendwie mir von anderen vorschreiben zu lassen, was gut und richtig ist, um dann was zu tun. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich als Einzelner überhaupt keine Möglichkeit habe, irgendwas zu verändern. Deswegen suche ich immer wieder Gruppen von Gleichgesinnten, mit denen man zusammen was machen kann. Ich hoffe, dass ich mit den Piraten so eine Gruppe von Gleichgesinnten gefunden habe, mit denen ich deutlich mehr machen kann als zum Beispiel mit den Grünen, wo ich eben die letzten Jahre überhaupt nichts mehr gemeinsam machen konnte. Ja. Und wenn dann so eine Gruppe von Außenseitern in Italien 25% bekommt, dann habe ich wieder so ein bisschen Hoffnung. Und wenn dann sogar in der bürgerlichen Presse die eine oder andere Stimme ist, die sagt, das sind solche Leute wie die, die bei den Piraten in Deutschland aktiv sind, dann sage ich, genau so sehe ich das auch. Und noch eine Minute. Ich danke. Und es ist wahrscheinlich vermessen zu hoffen, dass wir 25% bekommen bei der Bundestagswahl. Aber in Italien hat das eine Woche vor der Wahl auch noch niemand geglaubt. Danke. Vielen Dank für die Vorstellung. Möchte die Versammlung den Kandidaten befragen? Ich bitte jetzt um das Handzeichen, Kartenzeichen. Ja, der Kandidat wird befragt. Auch hier gilt wieder die Redezeitbegrenzung. 1 Minute pro Fragesteller, 3 Minuten für die Antwort. Richard, ich möchte dich fragen und ich tue es auch. Du bist ja im letzten halben Jahr nicht gerade als aktiver Pirat aufgefallen. Warum stellst du dich jetzt also auf die Landesliste? Ja, ich habe gedacht, ich habe das schon ein bisschen vorweg beantwortet. Ich habe ja gesagt, dass ich nicht so aktiv war und vor allen Dingen nicht das letzte halbe Jahr. Ich bin der Meinung, dass es
richtig und gut ist, das zu, wichtig zu nehmen bei der Wahl, wenn jemand wie eben Roman oder Stefan oder auch du als Kandidat aktiv warst. Ich war auch nicht bei deiner Aufstellung, da kann ich mich jetzt nochmal dafür entschuldigen. Ich meine, sie wurde auf den Termin gelegt, dass ich meinen Geburtstag gefeiert habe. Ich hatte 40 Gäste in der Villa und habe das dann wichtiger genommen. Aber ich wäre dorthin gegangen und ich hätte kandidiert, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es einen guten Kandidaten gibt und ich mir sicher war, dass der auch gewählt wird. Hallo Richard. Und ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Okay. Ich habe die Frage, du hast gesagt, du bist ein Einzelgänger. Inwieweit ist es denn vereinbar, dass es die Bundestagsfraktion der Piraten aus Einzelgängern besteht? Also ich sehe die Leute dort als Teamplayer. Kannst du das deins nochmal bitte, deine Statement dazu noch bitte erläutern? Danke. Ja, das ist eine ganz grundsätzlich ganz schwierige Geschichte. Ich bin mir ja auch fast sicher, dass der Kelch an mir vorbeikommt und die Frage sich nicht stellt, weil der Platz 5 oder 6 oder 7 oder 13 wird wahrscheinlich ja auch nicht dann in die Lage kommen. Ich sehe mich eher als, ich hätte auch nicht für Platz 1 kandidiert, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. Und ich sehe meinen Platz eher so, meine Erfahrungen, die ich in und mit Parteien und Wahlkampf gemacht habe, einzusetzen und ohne zu versprechen, dass da ganz viel Stunden dabei abfallen. Das muss man wirklich aktuell dann sehen. Ja, hallo Richard. Hallo. Ich würde gerne wissen, in welchen Fachgebieten oder Ausschüsse, wie das hier immer genannt wird, du, falls du dann unwahrscheinlicherweise doch im Bundestag landest sozusagen, du dich da einbringen könntest. Ja, ich würde, wenn es denn wirklich sein sollte, und dann würde ich das auch annehmen und auch machen, am liebsten in den Wirtschaftsausschuss, weil ich denke, ich bin zwar ein Mensch, dem es um Menschenrechte geht, aber ich denke, im Wirtschaftsausschuss kann ich da am ehesten was beitragen. Und das ist, ich habe Volks- und Betriebswirtschaft studiert und im Hauptfach Soziologie und bin in einigen Genossenschaften seit vielen Jahren aktiv und würde das dann da einbringen. Ja, auch eine technische Frage zum Thema Bundeswehreinsätze im Ausland. Hattest du es vorhin schon anklingen lassen? Würde mich trotzdem noch mal interessieren, wie du dazu stehst. Ich sage es jetzt doch, weil mir das vorhin, als du schon gefragt hast, so impulsiv eingefallen ist und ich dann auch gesagt habe, ich bin auch gegen Bundeswehreinsätze im Inland. Und ich würde aber, ich bin ganz stark für Einmischung, wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, Genozid, wie auch immer man das nennt, und es hier Menschen gibt aus meiner, aus Deutschland, es Menschen gibt, die sich dort dazwischenstellen wollen, die dort was machen wollen, gewaltfrei, dann bin ich der Meinung, dann sollen die alle Unterstützung bekommen, dafür sind alle Transportkapazitäten der Bundeswehr wunderbar, und wenn man aus den Panzern die Waffen ausbaut, dann sind sie bestimmt auch gut zu nutzen. Also ich bin ein Fan von echter Demokratie jetzt. Was stellst du dir darunter vor? Ganz schwieriges Thema, ganz großes Fass. Ich bin richtig happy und verfolge, Freunde von mir machen gerade diese Volksabstimmung für ein Grundeinkommen, wo ich ein großer Fan von bin, in der Schweiz. Ich bin der Meinung, dass in der Schweiz sehr viel besser läuft als in Deutschland. Und dass das ein Grund wäre für so eine Volksabstimmung. Und auf der anderen Seite habe ich so ein ganz schlechtes Gefühl, dass auch, ich weiß, dass die Menschen von Demokratie jetzt das alles auch berücksichtigen. Die sind ja überhaupt nicht dumm und nicht weltfremd und sagen, es müssen alle gleich unterrichtet sein, bevor sie abstimmen können, damit das nicht schief läuft. Aber das ist so eine Geschichte, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man das irgendwie, also das Bildungssystem in kurzer Zeit so verändert und dass die Menschen wirklich gleiche Voraussetzungen haben, abzustimmen. Und ich befürchte, dass bei Volksabstimmungen auch ganz fürchterliche Sachen rauskommen können. Und deswegen bin ich dort nicht wirklich aktiv bei Demokratie jetzt. Obwohl ich das gut finde, was die an Arbeit leisten. Hallo, meine Frage ist, wie stehst du zur SMV? Wie stehe ich zu? SMV.
Ständige Mitgliederversammlung. Die ständige Mitgliederversammlung. Tja, da muss ich also noch ein Bekenntnis ablegen, dass ich, was für Piraten, für aktive Piraten, für Piraten, die wirklich da aus Überzeugung dabei sind, ich ein sehr untypischer bin, weil ich natürlich einen Computer zu Hause habe und auch irgendwie 5 bis 10 E-Mails am Tag schreibe. Aber ansonsten bin ich, stehe ich diesem Medium, also ich finde das richtig und wichtig und gut. Und also Meinungsbildung, man sollte alles nutzen, was man nutzen kann. Ich persönlich habe zum Beispiel diese Abstimmung über den über Punada und Konsorten, obwohl ich da ganz klar eine Meinung habe, habe da nicht dran teilgenommen. Das liegt daran, dass ich einfach Hemmungen habe, irgendwie dieses Internet offensiv zu benutzen. Auch ein Grund, mich nicht auf Platz 1 zu wählen. Die Rednerliste ist leer. Frage an dich, bitte ganz kurz nochmal ans Mikro. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja. Vielen Dank. Auch für dich gilt, hol dir bitte deine Nummer ab und trage sie offensichtlich mit dir herum, damit jeder sehen kann, wo er seine Stimme, sein Kreuz machen kann. Vielen Dank an Richard Josef Schmidt. Wir kommen zum nächsten Kandidaten, Markus Hüninger. Hüninger, Entschuldigung. Kein Problem. Dir ist das Prozedere noch vertraut? Ich lasse mich vom Versammlungsleiter führen. 10 Minuten lang. Oh, vielen Dank. Mit Reden habe ich es leider nicht so, also ich werde nicht mit so reden vor Publikum und Podium und ja, Tisch. Vorneweg möchte ich sagen, dass mein persönlicher Favorit leider zurückgezogen hat, was ich sehr bedauere. Und muss aber sagen, dass sich ein neuer, also den ich unterstützen kann, nach den ersten 2 Vorstellungen schon gefunden hat. Das stellt mich und stimmt mich sehr froh. Zu meiner Person, Markus Hüninger, ich komme aus Halle, geboren in Berlin, groß geworden im schönen Harz. Ich grüße die Harzer. bin jetzt seit 15 Jahren in Halle, studiere dort Rechtswissenschaften im 10. Semester. Vertiefe im Bereich Staat und Verwaltung, speziell Grundrechte, Wirtschaftsrecht und EU-Recht. Ich bin 38 Jahre alt, habe ein Kind und führe 2 kleine Unternehmen. Ich bin seit mehr als 10 Jahren aktiv. Ich habe angefangen in der WASG. Richard hat das vorhin schon festgestellt. Da so lange kennen wir uns schon, das ist manchmal auch sehr merkwürdig, wenn man sich dann wieder trifft und doch schön. Und ich grüße auch die 2 anderen Mitglieder, mit denen ich früher unterwegs war und die auch den Weg zu den Piraten gefunden haben. Leider kann einer heute nicht da sein, das bedauere ich auch sehr. Ich bin leidenschaftlicher Sportler. Jetzt habe ich mir schon einen alten Männersport gesucht, den man ein bisschen beruhigter ausüben kann. Gehe also seit fast 10 Jahren Bergsteigen und Klettern. Bin also dann mit Höhen und Tiefen, ob das jetzt in den Bergen ist oder persönlicher Natur, gut vertraut. Andere sagen auch, ich bin kleines Stehaufmännchen, weil ich viel auf meine Schultern packe, obwohl das völlig unnötig ist und mir unnötige Baustellen aufmache, die nicht nötig sind. Also wie man ja auch merkt, ist also nicht jeder mir gewogen und manche brechen die Diskussion aus Vorurteilen ab, während ich mich trotzdem jederzeit der Sache stelle. Warum ich kandidiere, das ist wieder ganz lustig. Ich habe eigentlich nie einen Hehl draus gemacht, dass ich jederzeit für Verantwortung und für Mandat in jeder also immer zur Verfügung stehe und der Kandidat Nummer 7 hat mich also zum Spaß aufgestellt. Das war also auch so ein Grund, warum ich jetzt hier da bin, anstatt meine Kandidatur zurückzuziehen. Ich hatte das letzte Woche mit einigen Leuten besprochen, die haben gesagt, nee, mach es, zieh es durch, präsentier dich und zeig dich den Leuten. Das nehme ich natürlich dann gern an und mache es, auch wenn ich, wie gesagt, meinen Favoriten nach den ersten 2 Vorstellungen auch gefunden habe. Zu mir. Es ist ja immer schwierig, in der Piratenpartei als große inhomogene Truppe Position zu beziehen. Ich mache das unabhängig davon, was im Parteiprogramm steht. Grundsätzlich stimme ich mit denen überein und kann sagen, ja, das gehe ich alles mit. Der Stefan hat das ja vorhin perfekt hier dargeboten, dass also alle sich auch nochmal über das Grundsatzprogramm im Klaren sind. Ich habe dazu noch ein paar Ergänzungen, die ich gerne euch mitgeben möchte in drei Hinblicken oder in 3 Punkten. Einmal Kommunal, Landespolitik und Bund.
Also mir ist zum Beispiel in der Kommunalpolitik wichtig, dass die Städte und Gemeinden auskömmliche Einnahmen haben und ihre Aufgaben und sozialen Strukturen aufrechterhalten zu können, was mittlerweile nicht gegeben ist. Städte und Gemeindebund klagt jederzeit, dass sie kein Geld haben. Dafür setze ich mich ein. Mir ist zum Beispiel das Problem in Halle mit der Stadt-Umland-Politik wichtig. Ich bin also da der Meinung, dass wir in Halle unbedingt eine Vergrößerung des Stadtgebietes brauchen, um die Struktur und die Finanzen von Halle aufrechterhalten zu können, weil einfach die Einnahmen immer weiter wegbrechen und der Speckgürtel immer größer wird. Und ich trete ein für nicht öffentliche Gemeinde- und Stadtratssitzungen. Also das ist mir ein großes Begehr, weil was geht uns als Bürger nichts an, was da in geheimer Sitzung wird. In der Landespolitik setze ich mich dafür ein, dass wir kostenfreie Kindergartenplätze für alle zur Verfügung stellen. Das hat für mich einen unwahrscheinlichen sozialen Charakter. Ich habe selbst ein Kind und weiß, was das immer für ein Theater ist, erstens einen Kindergartenplatz zu finden. Und die Finanzierung für Studenten oder für Geringverdiener ist ja auch immer schwierig. Und es sollte auch ein weiterer Ansatz sein für eine vernünftige Kinderpolitik, um unser Demografieproblem lösbar zu machen. Aktuell ist ganz spannende Sache die weitere Verringerung der Anzahl der Polizisten und Lehrer in Sachsen-Anhalt. Da bin ich also ein absoluter Gegner von, weil es einfach nicht sein kann, dass alle über Bildungspolitik schreien und jeder sagt, das wird immer schlechter und gleichzeitig bauen wir genau die Stellen ab, die dafür sichtlich sind, das ordentlich aufrechtzuerhalten. Das Gleiche mit der Polizei. Wir wollen keinen Polizeistaat, aber trotzdem wollen wir natürlich auch, dass Verbrechen geahndet werden und entsprechend auch aufgeklärt werden. Und mit der immer geringer werdenden Personaldecke wird das natürlich immer schwieriger. Und dann versucht der Staat aufzuweichen auf Überwachungsmaßnahmen, weil dann einfach eine Person die Überwachungsaufnahmen oder die Überwachungsaufgaben von 10 oder 15 Streifenpolizisten übernehmen kann. Das heißt, da hätten wir zum Beispiel eine Ursache, um gegen einen Überwachungsstaat entsprechend vorzugehen und die Ursache zu nehmen, indem wir das anfassen. Und als letztes ist natürlich aktuell die Schulschließungsproblematik nicht hinnehmbar, weil einfach es nicht sein kann. Also es gab so Vorschläge von, die Schüler müssen eine Stunde mit dem Schulbus fahren. Also das ist für mich ein völlig absurder Gedanke, wenn ich mir vorstelle, mein Kind muss jeden Tag 2 Stunden zur Schule fahren, um dann 5 Stunden in der Schule zu sitzen, ist 7 Stunden am Tag weg und das von 6 bis 8 Jahren an. Das ist also für mich ein unglaublicher Affront gegen jede Schulpolitik. Ja, das kann ich, also da beziehe ich Positionen, geht nicht. Im Bund. Ich engagiere mich innerhalb der Piratenpartei in der AG-Strategie auf Landes- und Bundesebene inklusive Steuer- und Wirtschaftsrecht. Wir werden da also zum Bundesparteitag ein umfangreiches Antragspaket einbringen. Und ganz im Sinne, wie der Bernd Schlömer das heute Morgen oder gestern Abend gesagt hat und heute Morgen umfangreich in der Presse steht, bin ich ein Sozialpirat. Also Wirtschaft und Sozialpolitik liegt mir äußerst am Herzen. Wir haben dazu verschiedene Ideen und Meinungen. Zum Beispiel bin ich ein Vertreter, der sagt, das Ideal der Vollbeschäftigung, das trage ich voll mit und das ist für mich ein persönliches Ziel, auch wenn wir auf dem Bundesparteitag gesagt haben oder die Mehrzahl gesagt hat, wir nehmen das von unserer Agenda. Ich stehe aber dazu, das ist ein Ziel, das ist ein Ideal, das kann man haben und das vertrete ich auch. Und irgendwann haben wir vielleicht mal eine Lösung gefunden, das ist sicherlich zu diskutieren und dann kann man da weitersehen. Ich stehe für ein einheitliches bundesweites Bildungssystem. Also wir sehen alle die Probleme, die entstehen, wenn jedes Land macht, was er kann. Ich stehe für ein Zentralabitur, wo alle zur gleichen Zeit die gleichen Aufgaben bekommen und entsprechend bewertet werden können. Hat Vorteile einfach in der Vergleichbarkeit, auch für die Wirtschaft und natürlich von einer Gleichbehandlung innerhalb der Aufgaben, die dann gestellt werden. Ich bin für ein vereinfachtes Steuersystem. Da werden wir jetzt Anträge zu stellen aus der AG heraus und werden wir demnächst dann auch veröffentlichen. Und ich bin für eine äußerst verbesserte Finanzierung des Gesundheits- und Sozialsystems, was wir haben. Es kann also nicht sein, dass sich große Einkommen aus dem solidarischen System der Krankenversicherung verabschieden und einfach sagen, ich mache meins, obwohl sie natürlich das Geld verdienen mit den Leuten, die ganz normal jeden Tag ihrer täglichen Lohnarbeit nachgehen. Das ist also für mich eine Ungerechtigkeit, die ich in keinster Weise toleriere und auch verändert haben möchte. Und da hoffe ich, dass die Piraten für solche Ideen dann auch offen sind, weil ja 5 andere große Parteien das über 35 Jahre nicht hinbekommen haben. Und letztendlich, ganz aktuell, auch wenn ich die juristischen Probleme dahinter kenne, das Menschenrecht auf Wasser, das vertrete ich auch.
genauso gut die Vereingemeindung aller staatlichen Versorgungssysteme wie Gas, Wasser, Strom und Schiene. Das gehört in Volkeshand und das kann immer noch wirtschaftlich von Versorgern etc. betrieben werden. Aber es kann nicht sein, dass Netzentgelte erhoben werden, nur um andere Anbieter vom Markt zu halten. So, damit hätte ich meine Standpunkte erläutert. Und würde mich dann gern euren Fragen stellen, soweit ihr denn welche habt. Vielen Dank. Ich stelle die Frage an die Versammlung. Möchte die Versammlung den Kandidaten befragen? Ich bitte jetzt um das Kartenzeichen. Die Versammlung möchte den Kandidaten befragen, dann besteht jetzt die Möglichkeit dazu. Bedenkt bitte die Redezeitbegrenzung. Markus, du hast gesagt, dass du... Sie sind Herr Otto, richtig? Ich bin Martin Otto, ja. Genau, Sie bitte sprechen mich mit Sie an. Gut, wir sind ja innerhalb... Das kann ich gerne erklären, wenn dazu eine Frage kommt. Du kannst mich mal. Du hast in der, eben gesagt, dass du für nicht öffentliche Sitzungen eintrittst, weil dich nichts angeht, was dort besprochen wird. Vor kurzem hast du einen Antrag eingereicht, der dort beantragt, die Mitgliederversammlung zu beschließen, in ihr Programm mit aufzunehmen, nicht öffentliche Sitzungen im Landtag, Kreistag und Gemeinderat abzuschaffen und damit eine erhöhte Transparenz zu gewährleisten. Das widerspricht dich. Ja, da hast du dich dann jetzt eben verhört, ganz einfach. Habe ich mich verhört? Du hast eben gesagt. Ich habe ihm gesagt. Nein, also ein solches Zielgespräch werde ich hier nicht dulden. Danke. Unglaublich. Nächste Frage, nächster Punkt. Wir haben einen GO-Antrag auf Schluss in der Rednerliste. Ich bitte um das Handzeichen. Möchte darum bitten, dass ich in Abstimmungen ein paar... Dankeschön. Der Antrag ist abgelehnt. Die Befragung findet weiterhin statt. Hallo Markus. Hallo. Auf der offenen Versammlung für die Direktkandidaten in Halle hast du deine Kandidatur zurückgezogen mit der Begründung zu wenig Zeit, weil du selbst deine Prüfung schreibst. Ja. Aber denkst du, dass es mit weniger Zeitaufwand eine Listenkandidatur ist, als im Vergleich zu einer Direktkandidatur. Mhm. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Der Unterschied ist nämlich ganz einfach, weil wenn ich zum Beispiel Direktkandidat geworden wäre, dann hätte ich also eine doppelte Belastung gehabt, weil ich mich ja sozusagen um den Wahlkreis kümmern muss und um die Landesorga. Und das macht ja dann keinen Sinn. Und mit Stefan war ja ein geeigneter Direktkandidat da. Deswegen konnte ich da entspannt zurückziehen. Gut. Zwei Dinge. Zum einen kam jetzt nochmal der Hinweis, dass die wenigsten die Mikrofone konsequent richtig nutzen. Bitte bedenkt, das sind Nahbesprechungsmikrofone. Das heißt, stellt euch vor, ihr möchtet reinbeißen und sprecht dann erst los. Je näher ran, desto besser. Der nächste Punkt, wir haben einen weiteren GO-Antrag zur Schließung der Rednerliste. Ich bitte jetzt um das Handzeichen. Das ist unentschieden, glaube ich. Nur die Ja-Stimmen bitte. Nur, danke schön, nur die Ja. Jetzt nur die Nein-Stimmen. Nochmal die Ja-Stimmen bitte. Nein, der Antrag ist abgelehnt, danke. Also ich bitte darum, dass ich hier nicht so ein großes Podium kriege und mache das kürzer. Bitte. Ja, nochmal zu dem Punkt, den du angesprochen hast, zu öffentlichen oder nicht öffentlichen Stadtratssitzungen teilen. Das kam mir ein bisschen kurz, habe ich nicht verstanden. Kannst du das bitte nochmal erklären? Ja, es gibt zum Beispiel bei mir in Halle nicht öffentliche Stadtratssitzungen und dann frage ich mich, was wird da besprochen und beschlossen, was mich als Bürger von Halle nichts angeht. Und das sehe ich eigentlich als globales Problem oder als politisches Problem, dass man sagt, hier sind Sachen intransparent und hinterher wird dann immer kolportiert, dass irgendjemand irgendwo ein Haus zugesprochen bekam oder einen Kauf oder was ist, es werden Entscheidungen getroffen, dass nur der eine dort ein Parkhaus bauen kann und so weiter. Und das einfach offen zu gestalten, ist da mein Bestreben. Das ist aber Kommunalpolitik, das wollte ich eigentlich jetzt nur informativ mitgeben. Anne. Markus, du bist dafür bekannt, gern mal Alleingänge durchzuführen. In der Region, in der du dich engagierst, herrschen viele Konflikte mit dir vor und du hast Defizite in deiner Diskussionskultur. Inwiefern hältst du dich für teamfähig? Ich bin ein absoluter Teamplayer, wie andere bestätigen können. Das sind ja einfach zum Beispiel andere, ist ein ganz klassisches Problem. Zu meiner ersten Diskussionsrunde war sie da und danach wollte sie davon nichts mehr wissen und redete die schlecht, was ich natürlich dann für ungünstig halte.
Und als es dann plötzlich fünf Leute da waren und kein Pirat da war und die Presse das mitbekam und schrieb dann, es waren keine Piraten da, da wurde dann hingestellt, dass ich hier sozusagen der Boshafte wäre. Aber ich kann nichts dafür und es steht jedem Piraten frei, an jeder Mitmachveranstaltung von Piraten teilzunehmen oder nicht. Und wenn sie das nicht wünschen, dann nehmen sie daran nicht teil. Also ich denke, so viel sollten wir voneinander halten, dass das jeder für sich selbst entscheiden kann. Ja, auch an dich meine Frage zum Thema Bundeswehreinsatz. Hallo. Hallo. Ja, ich bin dagegen. Völlig. Also Afghanistan, auch jetzt in der Türkei, halte ich für einfach unglaublich. Ja, du hast... Hallo, Herr Eigner. Guten Tag. Du hattest ja, Moment, bitte. Ich habe es, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Nah, okay, Besprechungsmikrofon. Okay. Das heißt etwa so, wie ich das gerade tue. Okay. Danke. Also, du hattest gesagt, dass du in der Wirtschaftspolitik im Bundestag da mitmachen wolltest und außerdem gesagt, dass du da eine dezidiert andere Meinung hast als das Piratenprogramm. Warum? Also, Vollbeschäftigung. Warum wirst du gerade in einem Bereich, wo du anderer Meinung bist als das Programm, gerade da aktiv sein? Ja, weil ich da Kenntnisse habe und meine Ideale kann ich ja vertreten. Also das steht ja jedem frei. Und ich diskutiere das gerne mit der Vollbeschäftigung auch mit jedem. Hatte ich ja mal zu eingeladen, wenn ich mich richtig entsinne, vor zwei Wochen. Hallo. Ja. Meine Frage, ganz einfach, wenn du im Bundestag bist, würdest du dich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen? Ja, auch absolut. Okay. Also es gibt da, das passt aber dann nicht mit Vollbeschäftigung zusammen, das weißt du, ne? Naja, vielleicht ist das ja auch ein Weg zur Vollbeschäftigung. Also das ist ja, haben wir ja auch schon mal angefangen zu diskutieren. Ja, wenn nämlich jeder in der Lage ist, aus seinem Einkommen heraus frei zu entscheiden, was er arbeitet oder was er nicht arbeitet, sorgt das nicht dafür auch auf den Druck auf dem Arbeitsmarkt, weil nämlich die Kraft des einzelnen Arbeitnehmers dadurch gestärkt wird. Und auch auf dem Arbeitsmarkt ist nichts weiter als Angebot und Nachfrage zu finden. Und wenn ich ein Einkommen habe, muss ich nicht arbeiten, sondern ich kann dafür sorgen, dass entsprechende Löhne und Gehälter gezahlt werden. Also es ist zu diskutieren, ob das BGE ein Weg zur Vollbeschäftigung ist. Lacht euch da nicht so jetzt ins Fäustchen nach dem Motto, das ist totaler Unsinn. Nee. Hi, du hast vorhin mal gesagt, dass du dass du es nochmal erläutern würdest, wenn jemand fragt, warum du möchtest, dass dich manche Leute sitzen und manche nicht. Ja, ganz einfach. Es gibt ja so eine Kultur auf den Mailinglisten, die ich nicht mehr toleriere und wo einfach der Art und Weise und wo Beleidigungen in einer Form ausgesprochen werden, dass sie nicht mehr tolerabel sind. Bei Kleinigkeiten muss ich auch die Schuspe haben und sagen, ist mir egal, aber es gibt einfach Sachen, das ist nicht tolerabel. Und bei den Leuten möchte ich den Respekt haben und den Abstand und deswegen sie. Ansonsten bin ich jederzeit für ein offenes Du. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken. Ich bitte die Geräuschkulisse wieder ein bisschen zurückzufahren. Und auch so jedem sei seine Meinung zu den Kandidaten vorbehalten, aber solch offenkundiges und lautes Gelächter, wenn ein Kandidat sich hervorstellt, möchte ich doch bitten, etwas zurückzufahren. Das ist einfach eine Frage des Respekts der Kandidaten gegenüber. Danke. Ich danke auch. Hallo Markus, ich habe noch eine Frage. Du hast ja auf die letzten Landesparteitagen Anträge gestellt, sei es nun strikte Trennung von Mandat etc. Und du hast auch für morgen einige Anträge gestellt. Die bestehen aber leider meistens nur aus einem Satz und einer Satzbegründung. Siehst du, dass das ausreichend programmatische Arbeit ist, um das weiterhin zu machen, auch noch im Bundestag? Weil ich sehe das leider nicht so. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Da gebe ich dir völlig recht. Das Interessante ist ja, dass wir dazu Diskussionsrunden veranstalten oder ich versuche das jedenfalls. Wenn da keiner kommt, stelle ich es genauso kurz und trocken rein, wie es gedacht wird. Und dann diskutieren wir das leider auf einem Landesparteitag, wo wir eigentlich keine Zeit dafür haben. Ja, aber persönliche Feststellungen ohne Begründung, wo diese Anträge hinkommen, ist kein Antrag. Ja, na, wir haben es ja. Okay, wenn du das so siehst, nehme ich das so auf und vielleicht mache ich es ja beim nächsten Mal besser und fülle dann 5 Seiten dazu aus. Du bist dafür bekannt, dass du auf der Mailingliste öfters mal Namen komplett auf. Sie. Für Sie. Du, dass du Namen komplett ausschreibst, die unter Pseudonym sind. Wie stehst du zum Recht zur Anonymität? Ja, das kommt immer darauf an. Wir als Partei haben uns zur Transparenz verpflichtet. Und da sehe ich das nicht so. Und wenn sozusagen die Frage kommt, dann erwarte ich auch, dass ich weiß, mit wem ich rede und nicht mit. Ja,
wie gesagt, da muss man nicht nur Fragen stellen. Zurückgreifend auf deine Antwort vorhin, ich halte den Begriff Arbeitsmarkt und so wie du es mit marktwirtschaftlichen Prinzipien erklärt hast, für zynisch und ungerecht und würde doch die Versammlung bitten, nicht jemanden zu wählen, der diesen Begriff so verwendet. Dankeschön. Also das halte ich jetzt für eine glatte Unterstellung, weil das musst du schon weiter belegen. Wir haben ja keine politische Diskussion. Das war eine Aussage und keine Frage und ich möchte im Sinne der Effizienz dieser Veranstaltung darum bitten, nur auf Fragen zu antworten und ansonsten es einfach so stehen zu lassen. Markus, du hattest... Hallo Christoph. Du hattest viel Gegenwind bekommen in der Partei. Wie meinst du, kannst du den Landesverband repräsentieren? Ja, wie soll ich das machen? In meiner Person, wo es möglich ist? Also, oder wie ist jetzt deine Frage? Dann habe ich die Frage nicht verstanden. Also zum Beispiel, schönes Beispiel ist, warte, ich versuche es zu erklären. Also vielleicht kann ich deine Frage ja zu beantworten. Also wenn es mir möglich ist, ich wurde also zum Beispiel ganz klassisch in Halle auf einen Leserbrief von mir hin zum Interview eingeladen bei Radio Korax, dann nehme ich die Möglichkeit natürlich wahr. Also warum sollte ich das nicht tun? Das steht jedem anderen Piraten ja auch frei, dorthin zu gehen, wenn er persönlich eingeladen wird. Gut. Frau Fuhrmann, möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt zwei Gastredner haben. Wir lassen diese Gastredner zu. Hallo. Und wir haben einen GU-Antrag auf der Rednerliste. Ich bitte um Handzeichen. Vielen Dank. Wer jetzt auf die Rednerliste möchte, möge sich bitte erkennbar zum Mikrofon bewegen. Das ist offenbar nicht der Fall, dann ist die Rednerliste nach dem Jahr angeschlossen. Bitte schön. Ja, hallo. Ich finde es ja ganz mutig von dir, dass du in deiner Rede eigentlich alle Positionen aufgezählt hast, wo du nicht mit dem Grundsatzprogramm der Piraten übereinstimmst. Also nur der eine. Mich würde mal interessieren, welche drei Positionen vom Grundsatzprogramm der Piraten du eigentlich übereinstimmst. Das absolute Transparenzprinzip zum Beispiel. Also in Staat, Verwaltung und Politik. Also und? Da bin ich ganz mit dabei. Staatliche Teilhabe. Also Teilhabe an den gesellschaftlichen Möglichkeiten bin ich ganz mit dabei. Kann ich da noch eine Nachfrage stellen, Caro? Hinten wieder anstellen, nein. War die Regel. Tut mir leid, aber nein. Also, Sie haben vorhin was gesagt von Transparenz und Datenschutz gerade eben, dass das Ihre so Hauptpunkte sind. Zwei Redebeiträge davor haben Sie gesagt, ja, so Klarnamen auf Mailinglisten ist klar, weil das ja alles so Politik und sowas ist. Also vertreten Sie dann die Meinung, dass nur die Mitgliedschaft in einer Partei jeden zum Politiker macht und er damit sein Recht auf Datenschutz und Privatsphäre und Pseudonymisierung aufgeben muss? Das ist ja, also ist eine spannende Frage, das ja zu diskutieren. Wo fängt die Transparenz an und wo ist der Schutz der Privatsphäre sozusagen vorgängig? Das ist ja etwas, wo ich auch noch unentschlossen bin. Wir hatten dazu eine schöne Diskussion, hatten uns da also auch auf einen Kompromiss dann zusammengeschossen, den ich auch mitgehen kann. Also Anne möge mir da zustimmen. Ist so. Und daher, wie gesagt, da bin ich auch noch unentschlossen. Ich bin eher der Meinung, so viel wie möglich als transparent, also so transparent wie möglich und dann unter gewissen Bedingungen entsprechend einschränken. Und dann muss das begründet sein, warum wir hier die Transparenz genau sagen, wollen wir jetzt nicht mehr haben. Das ist mein Ansatz in der Beziehung. So, dann danke ich für die vielen Fragen und danke an den Versammlungsleiter. Die Rednerliste ist leer. Die Frage an dich, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ich hatte genügend Zeit, vielen Dank. Ja gut, dann bist du jetzt aufgerufen, dir deine Nummer abzuholen hinten bei den Wahlhelfern, damit du sie bitte rumtragen kannst. Wie ich habe mehrere... Achso, ich habe vorhin schon welche gesehen, die mit den Nummern auf dem Pullover rumrennen. Ich könnte zur Demo nachher aber gerne abmachen, wenn ihr das möchtet. Ich habe mehrere organisatorische Durchsagen. Zum einen ist Sigurd Schauer aufgerufen, sich nochmal bei den Wahlhelfern zu melden, weil mit der eidesstattlichen Erklärung etwas nicht in Ordnung ist beim Ausfüllen. Bitte jetzt, also sobald es eben geht. Die nächste Ansage ist, um 14.45 Uhr wird die Pizza geliefert. Das heißt, wir essen quasi nach der Menschenkette, die wir dann hoffentlich alle bilden werden. Und wir werden für dieses Essen dann auch keine weitere Sitzungsunterbrechung durchführen, sondern das wird dann quasi während der Sitzung passieren, denn die Pause selber ist schon recht lang und wir wollen ja möglichst alle fertig werden heute.
So viel dazu. Wir kommen zum nächsten Kandidaten. Der nächste Kandidat ist Dominik Philipp Wondrusch. Hallo, lieber Landesparteitag. Ich danke für die Möglichkeit, hier mich als Kandidat vorstellen zu dürfen. Ich habe mir die Entscheidung, mich aufstellen zu lassen oder mich aufzustellen, nicht leicht gemacht. Und viele haben auch sicherlich gesehen, meine Eintragung im Wiki ist relativ spät erfolgt. Ich bitte dafür nochmal Entschuldigung. Es war eine schwere Entscheidung für mich. Und zum Schluss habe ich jetzt gesagt, ja, ich stelle mich hier zur Wahl und sehe, was rauskommt. Zu meiner Person. Ich bin 32 Jahre alt, bin in Merseburg geboren, habe in Leipzig Chemie studiert, habe mein Studium mit Diplom abgeschlossen. Seitdem habe ich ein Promotionsstudium an der TU Bergakademie Freiberg und bin Doktorand am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich bin da gerade momentan dabei, meine Doktorarbeit zusammenzuschreiben und hoffe auch, mein Doktorandenstudium bis zum September abgeschlossen zu haben. Deswegen bin ich momentan auch nicht so aktiv, was mich natürlich dazu bringt, was ich bisher in der Piratenpartei gemacht habe. Ich bin den Piraten 2009 beigetreten. Das war kurz nach Gründung des Landesverbandes und habe seitdem bei verschiedenen Sachen mitgewirkt. Ich habe letztes Jahr als Schiedsrichter im Landesschiedsgericht fungiert. Ich bin dieses Jahr als Ersatzschiedsrichter im Landesschiedsgericht tätig. Ich arbeite in einer Bundes-AG mit und habe bereits einmal hier in zur letzten Landtagswahl beim Wahlprogramm und Positionspapierausschuss Korrektur gelesen und ähnliches. Ansonsten halte ich mich relativ bedeckt, was die Aktivität betrifft. Das heißt, ich bin nicht so derjenige, der auf der Straße die Leute anspricht, der die Plakate klebt. Ich konzentriere mich normalerweise eher auf ein bisschen auf die inhaltliche Arbeit. Das ist natürlich in gewisser Weise ja ein bisschen kontraproduktiv. Andererseits sehe ich, dass dort nicht unbedingt meine Stärken liegen. Ich sehe mich auch nicht hier als einen Spitzenkandidaten an. Ich sehe mich als einen Teamspieler an, der vielleicht in der Lage ist, durch seinen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt ein bisschen Unterstützung zu geben. Und ich bin auch in der Lage, mich in relativ komplizierte Angelegenheiten einzuarbeiten. Ich habe Spaß daran, komplizierte Sachverhalte abzuwägen, für und wider zu diskutieren. Ich habe mit sehr vielen Leuten hier in der Partei bereits ausschweifende Diskussionen zu kontroversen Themen geführt. Viele davon finden sich hier auf der Liste wieder und ich kann eigentlich immer sagen, ich bin mit den Leuten sehr gut klargekommen und ich hoffe, wenn ich hier als Mandatsträger auserkoren werde, dass wir diese konstruktive Arbeit auch fortsetzen können. Es gibt mehrere Positionen, worin ich mich eigentlich in der Partei sehr wohl fühle. Ich bin 2009 der Partei beigetreten, weil ich in anderen Parteien mich nicht so sehr wiedergespiegelt gesehen habe. Mit unseren Grundsätzen kann ich mich sehr gut identifizieren. Wir leben zurzeit in einem politischen Klima der Angst in gewisser Weise. Wir haben die Angst vor Arbeitslosigkeit, wir haben die Angst vor sozialem Abstieg. Wir haben natürlich aber auch die Angst vor der Entwicklung in zukünftiger Technologien und Ähnlichem. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Piratenpartei mit ihrem Slogan Freiheit statt Angst mehr als ein Schlagwort sieht, sondern eine kräftige Aussage tätigt, mit der wir
uns der Zukunft stellen. Wir haben mit unserem Grundsatzprogramm, mit der Verabschiedung unseres bedingungslosen Grundeinkommens, mit der Grundsicherung die Freiheit, die soziale Grundlage in Angriff zu nehmen und eine Absicherung zu schaffen, die Angst aus der Bevölkerung zu nehmen. Wir haben mit der Forderung nach Bildung für jeden in freien Zugang zu Informationen und Kommunikation die Freiheit, uns persönlich zu entfalten. Und wir haben mit der Partizipation der Bürger dadurch, dass jeder sich dort einbringen kann, wo er das gerne möchte und wo er seine Qualifikation sieht, die Freiheit, das Leben von allen mitzugestalten. In diesen Punkten stimme ich unserer Partei wunderbar überein und ich sehe mich dort hier in der Partei verwirklicht. Das ist aber noch lange kein Grund, der Partei eigentlich beizutreten. Weil wenn alles in der Partei sehr gut wäre, so perfekt, so wie man sich das vorstellt, dann würde es ja auch reichen, ein Kreuzchen auf dem Stimmzettel zu machen. Ich bin der Partei jedenfalls beigetreten, weil ich mich in manchen Punkten nicht wieder gespiegelt gesehen habe. Und ich anbieten wollte, hier in dieser Partei mitzuarbeiten, meine Expertisen einzubringen und hier auch mitzugestalten. Und ich sehe meine Kandidatur hier als ein Angebot an die Partei, dies auch im Bundesgremium durchzuführen. Ich sehe mich nicht als Einzelvorpreschenden. Wie gesagt, ich sehe mich als ein Teamspieler, der versucht zu vermitteln. Das Liquid Feedback ist mir ziemlich wichtig, auch wenn ich in letzter Zeit dort nicht so aktiv war. Allerdings ist es nicht immer die letzte Instanz. Es geht darum, pragmatische, realpolitische Politik zu betreiben, die neue konstruktive Lösungsansätze fordert. Und hierbei ist man oft gezwungen, Abstriche zu machen von Maximalforderungen, die auch im Liquid Feedback auftauchen können. Unsere Aufgabe als Mandatsträger sehe ich darin, hier den Konflikt zu vermitteln, in die Partei zu tragen, aus der Partei zu tragen und als eine Schnittstelle zu fungieren. Die Transparenz sehe ich auch nicht darin, so viele Informationen wie möglich in der breiten Masse zu streuen, dass die Essenz unter einem Datenberg vergraben wird oder mit Twitter-Gewittern ähnliches sich über jeden einzelnen Punkt immer auf dem Laufenden zu halten. Ich sehe vielmehr die Transparenz des Abgeordneten da drin, vor allem auch in der Bevölkerung gegenüber, sich zu rechtfertigen und zu begründen, warum man welche Abstimmung so getroffen hat. Das Für und Wider aufzuzeigen, damit auch überall verstanden wird, warum man so abgestimmt hat, wie man abgestimmt hat. Und dieser Punkt ist, denke ich, ein sehr wichtiger, weil einfach nur zu kommunizieren, wir haben gestimmt für, ist nicht genug, sondern es geht darum, die Komplexität der Themen, die Pluralität der Probleme und die Schwierigkeit, sei es der Minderheitenschutz, sei es verschiedene Interessenvertretungen miteinander unter einen Hut zu bringen. Und ich hoffe, dass man hier auch als ein gewisser Mediator auftreten kann. Daher sehe ich auch unsere Partei nicht dazu berufen, wenn sie denn im Bundestag vertreten ist, durch ihr Auftreten, durch ihr Verhalten herauszustechen. Der Bundestag hat gewisse Spielregeln und in gewisser Weise, wenn wir erwarten, dass man uns Respekt entgegenbringt, dann müssen wir natürlich auch mit diesem Medium respektvoll umgehen. Das heißt natürlich auch, dass man ein gewisses Auftreten mitbringen muss, dass wir bereit sind, auch mit Kompromissen, nicht die unsere Programme verwässern, sondern zu Kompromissen, zu einem realpolitischen Ansatz aufzuwarten. Es ist uns nicht möglich, Maximalpositionen durchzuführen. Es ist für uns möglich, unsere Ideen, unsere Grundsätze einzubringen und das auch auf eine lange Zeit hin. Wir werden, wenn wir in den Bundestag gehen, viele Leute enttäuschen. Und ich werde, falls ich ein Mandat habe, natürlich auch Leute enttäuschen. Das
ist unabwendbar bei dieser Position, weil wir können nicht alles durchbringen, was es ist. Aber wir können unser Bestmögliches versuchen, um dies zu tun, um den bestmöglichen Konsens in der Vermittlung zu finden. Ich habe auf meiner Wiki-Seite einige politische Positionen angesprochen, die eventuell kritisch zu sehen sein könnten. Ich nehme auch gerne Fragen dazu entgegen. Ich habe gehört, die Zeit ist langsam rum und ich danke für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Vielen Dank. Ich frage die Versammlung, ob sie den Kandidaten befragen möchte und bitte um das Handzeichen. Vielen Dank, der Kandidat wird befragt. Hi. Wir haben ja, oder aus Gesprächen mit dir weiß ich, dass du ja auch auf Bundesebene sehr aktiv warst. In was für Sachen warst du denn aktiv? Auf Bundesebene bin ich hauptsächlich aktiv in der AG Nuclearia. Vielen ist das sicherlich ein gewisser Widerspruch, weil das war die einzige AG bisher, die von der Bundespartei zeitweilig eine Abmahnung bekommen hat. Die wurde dann zurückgezogen und denke, dies beruht auf einem gewissen Missverständnis dessen, was wir eigentlich wollen. Wir als unsere AG Nuclearia setzen uns pro Atomkraft ein. Das ist für viele ein Problem. Das essentielle Problem an dieser Position ist allerdings, dass Atomkraft nicht gleich Atomkraft ist. Auch wir lehnen die herkömmliche Atomkraft in Leichtwasserreaktoren auf Normal-Uran-Basis ab, aufgrund der Probleme, die sie verursacht, mit Uranbergbau, Lagerung von, langzeitaktiven Atommüll. Es gibt allerdings andere Reaktorkonzepte und da habe ich auch mehrere Vorträge gehalten, zum Beispiel auf einem Symposium, ich glaube 2011 war das, und bei der Open Mind letzten Jahres, wo ich Reaktorkonzepte vorgestellt habe, die diese Probleme nicht aufweisen. Ich verweise da gerne auf den in meiner Vorstellung verlinkten Flyer und die Präsentation. Ich meine, ich könnte jetzt hier eine Stunde lang zu dem Thema reden. Das ist eins meiner privaten Schwerpunkte. Und möchte einfach nur den Hinweis geben, es gibt Möglichkeiten, es gibt Technologien, die in greifbarer Nähe sind, mit denen wir aus dem bisherigen bestehenden Atommüll eine Energiequelle machen können und der dann nur noch Müll anfällt, bei dem wir 300 Jahre statt 300.000 Jahre lagern müssen. Das ist eine Option, die es meiner Meinung nach zu erforschen geht. Ich fordere nicht, dass wir jetzt diese Reaktoren bauen. Es geht mir darum, und das ist auch bei den Bundesparteitagen so abgestimmt worden, dass die Forschung von Verboten ausgenommen sein wird. Und genau auf dieser Nische setze ich mich ein und will auch für den nächsten Bundesparteitag entsprechend einen Antrag einbringen. Hallo Dominik, könntest du nochmal bitte erläutern, aufgrund deiner Expertise, in welchen Ausschüssen du im Bundestag arbeiten möchtest? Genau diese Frage habe ich in meiner Vorstellung erörtert. Es gibt im Prinzip zwei Ausschüsse. Das wäre einmal der Ausschuss für Umwelt und Reaktorsicherheit. Und es gibt einen zweiten Ausschuss für Bildung und Technologieabschätzung. Ich muss zugeben, ich habe mich mit den Ausschüssen nicht so sehr ins Detail auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es diese Ausschüsse gibt und dass die Arbeit dort drin sehr wichtig ist. Allerdings ist die Entscheidung, sich jetzt in diese Arbeit einzuarbeiten, natürlich daran gekoppelt, ein gewisses Mandat zu haben. Und ich gebe zu, im Moment habe ich nicht so viel Zeit, dass ich das jetzt im Vorfeld getan hätte. Aufgrund meines, meines studentischen Werdegangs sehe ich mich also für diese zwei Ausschüsse qualifiziert, soweit man das sagen kann. Die Arbeit in diesen Ausschüssen ist sicherlich sehr, sehr komplex, ist sehr, sehr herausfordernd, aber ich denke, sie ist auch sehr lohnend und sehr fruchtbar in dieser Hinsicht. Und egal, wie es kommen wird, wir werden uns diesen Ausschüssen stellen müssen, uns dort einarbeiten und
mit unseren Ideen, die sowohl von uns als Mandatsträgern als auch von unserer Basis kommen müssen, versuchen, neue Impulse dort zu setzen. Danke. Hallo, ich habe das Gefühl, du hast dir deine Kandidatur gut durchdacht. Ich würde gerne wissen, wie du deine rhetorischen Fähigkeiten einschätzt und wie du dich bei dem Gedanken fühlst, ein politisches Thema in 5 Minuten zusammenfassen und vertreten zu müssen in einer Rede. Ja, die Frage ist einfach. Ich neige dazu zu dozieren. Mich ganz kurz zu fassen ist etwas, was ich noch lernen muss. Ich meine, ich habe bereits Studenten an der Universität TU Freiberg unterrichtet und meine Redeeinheit ist normalerweise dann 1,5 Stunden. Daran muss ich noch arbeiten, das weiß ich genau. Auch entschuldige ich mich in gewisser Weise für die Form der Rede, die ich hier heute halte, die ist mehr oder weniger ad hoc. Deswegen an meinen rhetorischen Fähigkeiten sollte ich noch arbeiten. Ich halte mich aber für einen halbwegs qualifizierten Redner. Und vielleicht bin ich auch deswegen für diese Aufgabe geeignet. Ich möchte nicht sagen, dass ich wirklich eine sehr gute Wahl für diese Aufgabe bin. Das ist wahrscheinlich niemand von uns, weil keiner von uns wirklich genau abschätzen kann, was auf uns zukommt. Aber das Einzige, was wir machen können, ist unser Bestes geben und versuchen durchzuhalten und an unseren Aufgaben zu wachsen. Ganz kurz, ich glaube, wir haben wieder einen Schallpegel erreicht im Raum, der so langsam unangenehm wird. Ich bitte, das Ganze ein bisschen zu reduzieren oder sich zum Gedankenaustausch nach draußen zu begeben. Vielen Dank. So, dann stelle ich wieder meine zweite Frage. Welches Projekt wäre für dich das wichtigste im Bundestag, von dem du auch denkst, dass es durchsetzbar ist in den 4 Jahren? Darf ich eine Rückfrage stellen zur Konkretisierung? Meinst du ein bestehendes Projekt oder ein Projekt, was anzuleiern ist? Völlig egal. Okay. Es gibt sehr, sehr viele Baustellen bei uns in der Bundespolitik. Und es ist schwierig in gewisser Weise in 4 Jahren sehr viel zu erreichen. Allerdings gibt es durchaus Ansätze, die man verfolgen könnte. Zum einen wäre natürlich, um sich den Hinterbliebenschaften unserer etablierten Atomkraft zu stellen und die Beseitigung des Atommülls anzugehen, natürlich ein klarer Forschungsauftrag in dieser Richtung, als beispielsweise Genehmigung eines Sonderetats zur Forschungsförderung in dieser Richtung wichtig. Uns laufen in dem Bereich der Kernenergie die qualifizierten Arbeitskräfte in gewisser Weise weg, weil man in Deutschland nicht wirklich Zukunft in dieser Technologie sieht, was natürlich auch für den Rückbau und den Abbau und die Verwertung unserer Ressourcen Probleme bringt. Des Weiteren halte ich es, das ist ein anderer Schwerpunkt, den ich hier anspreche, wichtig, dass wir unsere Bildung ein bisschen weg von der Landesgrenze zur Bundesgrenze hin verschieben. Das ist natürlich ein längerfristiges Projekt, sollte aber vielleicht nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir verheerende Probleme teilweise im Hochschulbereich haben. Viele sehen Bildung und denken an Schule, aber eigentlich fängt die Bildung danach erst an. Und teilweise sind die Zustände bei Doktoranden verheerend, was Betreuung und Finanzierung angeht. Teilweise fehlt der wissenschaftliche Mittelbau mittlerweile komplett. Professoren sind überlastet, ihren Lehraufträgen nachzukommen, weil sie mit Drittmittelforschung eigentlich eingenommen sind. Und hier sollte auch, gerade auch auf Bundesebene, ein bisschen was in Angriff genommen werden. Und wenn es nur erstmal ist, dass man einen Ausschuss gründet und beispielsweise die Vereinheitlichung unseres Studiensystems für bessere Wechsel zu machen oder einen zusätzlichen Etat nur ausschließlich für Lehrpersonal an den Universitäten zu machen, die nicht im Bau eingesetzt werden kann, nicht für neue Hörsäle, sondern wenigstens dafür studentische Tutoren zu engagieren, die auch die Hausaufgaben der Studenten kontrollieren und ähnliches. Oder einen Sonderfonds für die Forschung einzusetzen, welcher dazu verwendet wird, Grundlagenforschung ohne die Absegnung
eines großen DFG-Projektes oder ähnliches vornehmen zu können. Ich möchte dich daran erinnern, dass du lernen wolltest, dich kurz zu Entschuldigung, ja. Sondern bei dem sich der Student einfach bewerben kann und sagt, die drei das möchte ich durchführen. Meine Frage geht das natürlich schneller bei der Antwort, die Thematik Bundeswehreinsätze im Ausland. Wie hättest du abgestimmt zum Beispiel zu der Thematik, dass deutsche Soldaten an der türkisch-syrischen Grenze stehen? Ich habe den letzten Tag... Die türkisch-syrische Grenze, die deutschen Soldaten in der Türkei jetzt aktuell. Ich muss ganz ehrlich sagen, Außenpolitik ist nicht mein Kernthema. Auch nicht ein entfernteres Kernthema wirklich. Ich habe eine Meinung dazu, was den Einsatz von Soldaten im Ausland angeht. Und zwar ist es, dass wir als Land, als Deutschland natürlich international eine gewisse Verantwortung auch tragen und dass wir natürlich staatsvertraglich in der UNO und so weiter eingebunden sind. Und wir uns natürlich in diesem Hinsicht, so schmerzlich es natürlich auch sein mag, nicht ausnehmen können. Es ist ein wichtiger Schritt auf der Völkerverständigung, auf der Welt ein Klima zu schaffen, in dem die Menschen sich frei entfalten können. Hier ist es natürlich extrem wichtig, genau zu prüfen, wo ein Einschreiten nötig ist und wo nicht. Ich bin kein Freund davon, Kriege über Ressourcen zu führen. Aber wenn es irgendwo geht, wie der angesprochene Genozid und ähnliches, haben wir, denke ich, zusammen mit den anderen Nationen die Verpflichtung, auch einzugreifen. Und da halte ich mich gerne kurz. Dankeschön. Wir haben einen Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Ich bitte um das Handzeichen. Die Rednerliste wird geschlossen. Wer jetzt noch etwas sagen möchte, möge sich jetzt erkennbar zum Mikrofon bewegen. Du kannst eine Frage stellen, bitte. Kann ich mich denn nochmal anstellen oder muss ich jetzt die Frage stellen, die am wichtigsten? Nein. Okay. Was denkst du denn, wie durchsetzungsfähig du bist? Durchsetzungsfähig ist eine gute Frage. Ich sehe mich als einen Diplomaten und Vermittler. Ich bin allerdings auch in der Lage, Mindermeinungen zu vertreten. Das habe ich in der AG Nuclearia bei diversen Vorträgen bewiesen, wo mir doch sehr viel an den Kopf geworfen wurde, was dann wissenschaftlich nicht unbedingt qualifiziert war und dann doch teilweise persönlich wurde. Aber ich bin auf alle Fälle ruhig geblieben. Gut, das ist aber noch lange nicht durchsetzungsfähig. Ich bin jedenfalls auch aber nicht derjenige, der jetzt energisch besonders vorwärts geht. Die Frage ist dahergehend schwierig. Durchsetzungsfähig ist aber vielleicht auch nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern auch steht der Tropfen höhlt den Stein. Und von daher, nun ja, immer wieder seine Ideen einzubringen, ist vielleicht in gewisser Weise ein wenig passiver Widerstand, aber Widerstand, der sich vielleicht über lange Zeit auszahlt, und wir werden in 4 Jahren nicht die Welt einreißen. Wir werden in 4 Jahren, wenn wir Glück haben, wissen, wie der Hase läuft und den Nächsten sagen können, wie es vorangeht. Du sprachst in deiner Rede gerade 2 Dinge an. Das eine war Hausaufgaben von Studenten kontrollieren, das andere war Drittmittelfinanzierung. Wie ist deine Position dazu, dass Forschung an Universitäten oder an deutschen Hochschulen, an staatlichen Hochschulen für privatwirtschaftliche Unternehmen gemacht wird? Und wie ist deine Position dazu, Hausaufgaben von Studenten zu kontrollieren? Gut, ganz kurz, ich möchte noch bitte um Ruhe bitten. Ich weiß, wir sind jetzt kurz vor der Pause und ich weiß auch, dass wir durchaus schon eine Weile sitzen und hier Fragen stellen bzw. beantwortet bekommen, aber haltet noch kurz durch und bitte seid den Kandidaten fair gegenüber und versucht euch ruhig zu verhalten. Danke. Ja. Universitäre Forschung für Unternehmen ist nicht von der Hand zu weisen und sie stellen natürlich einen gewissen Punkt dar. Allerdings sehe ich hier nicht den Schwerpunkt der Universitäten. Der Schwerpunkt der Universitäten liegt auf der Grundlagenforschung, weil es geht nicht darum, mit den Steuergeldern Unternehmen umsonst Forschung zu finanzieren. Es geht vielmehr darum, ergebnisoffen neue Erkenntnisse zu gewinnen an den Universitäten. Und wir wissen nie in der Wissenschaft, wo die Reise hingeht. Wir können sehr viel planen. Aber viele Dinge, die uns das heutige Leben extrem vereinfachen und versüßen, hatten
in ihrer Geburtsstunde keine kommerzielle Anwendung. Ich spreche mich also eindeutig gegen die Kommerzialisierung der Universitäten über das gebührende Maß hinaus aus. Kontrolle von Hausaufgaben war die zweite Sache. Das kommt sicherlich auch ein bisschen auf den Studiengang an, aber es ist, denke ich, wichtig, dass Studierende ein Feedback zu dem bekommen, wie sie sozusagen stehen, ob sie ihren Stoff verstanden haben, und der kann nicht nur durch Klausuren erfolgen, der in gewisser Weise zum Schluss mit der Zensur, gerade im Bachelor-Master-System, einen zum Schluss verfolgt, sondern einfach, wo das auch das Ganze verfügbar ist, wo man wirklich konkret sieht, hier habe ich etwas verstanden und hier muss ich etwas tun, weil erst dann habe ich etwas verstanden, wenn ich es jemandem erklären kann. Und Hausaufgaben ist in dem Sinne nicht nur darin zu verstehen, dass ich Übungsblätter habe und die wieder kontrolliert werden, sondern dass der Prozess, der dabei ist, das ist aber natürlich in gewisser Weise ein freiwilliger Prozess, auch wahrgenommen werden kann. Und wenn dass die Mittel dazu fehlen, solche Sachen zu kontrollieren, dann nehmen wir natürlich den Studenten ein gewisses Maß an Ausbildungsqualität weg. Ja, also auch wieder ein Statement zum Anfang. Also unabhängig davon, dass ich deine Position als Physiker Nuklearwirtschaft, nuklearen Forschung für, verzeih mir den Ausdruck, Nuklearesoterik halte, hast du dich hier sehr, sehr gut vorgestellt. Du hast auch in der Diskussion bewiesen, die ich ja auch auf der Open Mind letztes Jahr mitbekommen habe, dass du sehr sachlich argumentierst, sehr fundiert argumentierst, ruhig bleibst. Das ist wirklich sehr beeindruckend, auch bei der schwierigen Position, die du in der Piratenpartei da vertrittst. Du hast ganz wichtige Positionen in Sachen Forschungsförderung und Wissenschaft kurz angerissen vorhin in der Beantwortung der einen Frage. Sehe ich ganz genauso. Das muss ich wirklich sagen, beeindruckt mich gerade. Ich möchte dich trotzdem fragen, um vielleicht da auch einen Ausblick der Versammlung zu geben, würdest du auch wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Bundestagsfraktion werden wollen? Das ist durchaus auch eine Option. Ja. Vielleicht noch ein kleines Wort in eigener Sache, wenn ich darf. Ich möchte nicht auf Listenplatz 1 gewählt werden. Ich kann aber eine Bitte sozusagen ans Plenum machen, weil da sehe ich mich nicht wirklich. Ich sehe mich, wie gesagt, als ein Teamspieler an, und ich möchte diesen Job nicht, weil ich diesen Job möchte. Ich habe mich wirklich sehr stark damit gerungen, ob ich mich für diesen Job aufstelle. Es ist nicht leicht, es ist ein starker Bruch, der sich natürlich im Leben abzeichnet, und es ist auch mit vielen Einschränkungen verbunden. Die habe ich auch ein bisschen dargelegt. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich den Job mache, dann mache ich den gerne. Aber ganz kurz bitte, deine Vorstellungszeit ist abgelaufen, du beantwortest keine Frage mehr, und ich möchte das an der Stelle gerne unterbrechen. Ich war eigentlich fertig, danke. Danke. Bleibe bitte kurz vor Ort. An dich die Frage, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Massiv, danke. Du weißt, da hinten ist dein Schild. So, wir haben 13.23 Uhr. Ich unterbreche diese Versammlung bis 14.45 Uhr. Und wir gehen jetzt raus, Nazis ärgern. Eine kurze Bitte noch. Davor möchte bitte Christian Kunze noch zu Jan Leutert. So, viel Spaß.